Digitalisierung gemeinsam gestalten, das ist das Motto des Digitaltags 2021. Und da ist es selbstverständlich, dass die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag dabei ist. Denn wir sind mit dem Motto Digital First, Bedenken Second ins Parlament zurückgekehrt und dem fühlen wir uns besonders verpflichtet. Das Thema Digitalisierung hat ja durch Corona einen Riesenschub bekommen. Mittlerweile reden alle darüber. Und mit alle meine ich nicht nur alle in Berlin-Mitte, oder alle im Journalismus oder alle in der Politik oder in der Industrie oder in der Wissenschaft, sondern wirklich alle Menschen, weil wir gesehen haben, was alles möglich ist, wie schnell man Homeoffice und Videokonferenzen organisieren kann, aber auch was alles nicht möglich ist. Wir erinnern uns an die vielen Berichte von faxenden Gesundheitsämtern und Excel-Tabellen, die händisch befüllt werden oder Bleistiftrechnungen, die heute immer noch stattfinden. Und worum es uns jetzt geht, ist, nicht in erster Linie nur auf die Defizite zu schauen, die abzustellen, das ist selbstverständlich, darum wollen wir uns kümmern, aber das ist in Wahrheit wirklich eine Selbstverständlichkeit. Worum es uns heute geht, ist ein bisschen auch die großartigen Chancen, die neuen Perspektiven aufzuzeigen, die Digitalisierung ermöglicht, natürlich auch im Bereich der Gesundheit. Und da gibt es wunderbare Perspektiven, dass man Menschen Zugang zu Spezialisten und Therapeuten ermöglicht, die vielleicht auf anderen Kontinenten sitzen, die sie sonst nicht bekommen könnten. Neue Forschungsmethoden durch einen mehr Zugang an Daten und Stichwort Daten, auch mehr Datensouveränität für Bürger und Patienten. Denn viel wird ja immer so getan, als ob Digitalisierung und Datenschutz ein Widerspruch wären. Aber das ist ja so. Nicht hätten wir eine Deutschland-App, mit der wir unsere Daten selber kontrollieren könnten, dann bräuchte es vielleicht viele Eingriffsnormen, die dem Staat jetzt erlauben, jederzeit sich Daten zu holen, vielleicht gar nicht, weil die beruhen häufig auf der Idee, dass man den Bürger ja gar nicht fragen könne. Und in der Welt des Papiers stimmt das ja auch, aber bei einer App, warum soll ich nicht, wenn ich das möchte, sagen, ich möchte erst einwilligen und umgekehrt, ich möchte vielleicht auch manchmal meine Daten zur Verfügung stellen, wenn das gesetzlich nicht vorgesehen ist, einfach um mir das Ausfüllen eines Formulars zu sparen. Also viele tolle Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben die Vision eines Staates, der so serviceorientiert und bürgerfreundlich ist, dass die Behördengänge irgendwann so leicht werden, wie einen Streamingdienst im Netz zu buchen oder eine Überweisung im Online-Banking zu tätigen. Und diese Ideen, solche positiven Gestaltungsperspektiven, das ist eigentlich die Idee hinter Digital First, Bedenken Second, also die Chancenorientierung bei der Digitalisierung. Und wir haben uns jede Menge großartiger Expertinnen und Experten heute eingeladen, um darüber zu sprechen in verschiedenen Lebensbereichen. Und jede und jeder von Ihnen hätte es eigentlich verdient, dass ich Sie jetzt ausführlich vorstelle, aber da bleibt uns nicht die Zeit für, aber zwei möchte ich herausgreifen. Nämlich einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Dr. Anne-Sophie Geier, die uns gleich die Keynote halten wird. Und sie steht mit ihrem ganzen Lebenslauf, mit ihrer Vita, ich sage es mal in meinen Worten, für die Konvergenz von Pharmazie, Medizin und Digitalisierung. Liebe Frau Dr. Geier, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind und die Keynote übernehmen. Und der Master oder die Master of Ceremony heute, unser MC ist heute Sonja Alvarez-Sombrella. Sie ist stellvertretende Leiterin der Wirtschaftswoche hier im Berliner Büro und ist auch durch viele Beiträge äußerst sachkundig ausgewiesen auf dem Gebiet der Digitalisierung und auch an Sie. Erstens einen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unsere Veranstaltung mitgestalten. Und zweitens, ich übergebe die Veranstaltung in Ihre Hände. Herzlichen Dank. Und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich natürlich tolle Einblicke. Und ich freue mich auf tolle Vorträge, tolle Debatten und tolle Fragen und Antworten auch aus dem Publikum. Adieu. Und ich sage hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die nette Einleitung, Herr Dr. Buschmann. Ich freue mich, dass wir heute zusammen uns diesem wichtigen Thema Digitalisierung widmen. Sie haben schon viele wichtige Punkte angesprochen und auch schon bemerkt, in die Digitalisierung, wie sehr sie unseren Alltag verändert haben, wir während der Corona-Krise wohl stärker bemerkt als je zuvor. Viele Bereiche sind von dieser Disruption erfasst. Wir konzentrieren uns aber eben heute auf zwei Aspekte, auf die Digitalisierung der Gesundheit und darauf die Nutzung von Daten und Digitalisierung, die Demokratie verändern.
Auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dürfen natürlich mitdiskutieren. Wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen, und zwar über die Chatfunktion via YouTube oder Twitch. Können Sie sich an den Panels beteiligen? Und wir starten mit der Frage, wie die Digitalisierung die Gesundheit verändert und wie Innovationen noch besser gefördert werden können und womöglich müssen. Für die Keynote begrüßen darf ich Frau Dr. Anne-Sophie Geier. Frau Geier ist Geschäftsführerin des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung, dem mehr als 80 Digital Health Startups angehören. Und bevor Sie loslegen, liebe Frau Geier, haben Sie vielleicht einen Tipp für uns? Welche App können Sie empfehlen am heute wohl heißesten Tag des Jahres? Also bei Temperaturen würde ich sagen, ist es immer noch was Analoges, nämlich ein Eis oder eine Erfrischung. Das können wir dann ja nach unserer Session machen. Also eine App, die eine Abkühlung bringt, gibt es meines Wissens nach noch nicht. Aber ja, dann ganz herzlichen Dank für die Einladung, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung auch. Und ich möchte Ihnen heute einen Impuls geben, wie wir Innovationen in unserem Land fördern können. Denn sie sind aus meiner Sicht eine zentrale Voraussetzung für Wohlstand, für Arbeitsplätze. Und häufig sind es die jungen Unternehmen, die innovative Ideen haben und auch umsetzen. Und dabei möchte ich einen Schwerpunkt auf den Bereich der Gesundheitswirtschaft legen. Es wurde einleitend gesagt, wir sind ein Verband mit inzwischen über 140 Mitgliedern, also ein stark wachsender Bereich. Vieles lässt sich aber auch auf andere Branchen übertragen. Und dann bitte die nächste Folie. Ja, die zentrale Frage zu Beginn. Warum sollten wir gerade jetzt junge Unternehmen fördern? Die Antwort ist ganz einfach. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der ein besonders rasanter Fortschritt stattfindet. Der Wissenszuwachs ist nicht mehr linear, sondern exponentiell. Was das heißt, sehen wir hier links auf dem Foto von dem Schachbrett mit den Reiskörnern. Thomas Schulz beschreibt das sehr schön in seinem Buch Zukunftsmedizin. Er sagt, dass wir nicht mehr in dem Feld mit einem oder zwei Reiskörnern ganz zu Beginn sind, sondern wir sind schon in der hinteren Hälfte des Schachbrettes. Da, wo unser Wissen mit jedem Sprung, mit jedem neuen Erkenntnisschritt, wie zum Beispiel der Entschlüsselung des Genoms, stark zunimmt. Und ein Grund dafür ist auch, dass die Entwicklung in den unterschiedlichen Bereichen, also in der Robotik, in der Biotechnologie, in der Informatik, mit Daten nochmal sich neu vernetzen können, sie verschmelzen und sie beschleunigen sich gegenseitig. Und dadurch haben wir immer oder werden wir immer präzisere und personalisiertere Therapien sehen. Und aus meiner Sicht ist es dabei sehr, sehr wichtig, dass diese neuen Ansätze, diese neuen Möglichkeiten, die da entstehen, aus Europa heraus, aus Deutschland heraus, mit unseren Regeln, mit unseren Datenschutzgrundlagen aufgebaut werden. Und deshalb sollten wir gerade jetzt die Initiatoren der Innovation, wie zum Beispiel Startups, fördern. Bitte die nächste Folie. Und ich möchte zunächst einen Blick dahin wenden, wo das große Potenzial von digitalen Lösungen im Gesundheitswesen liegt. Sie sehen hier links ein Foto eines der ersten Autos. Und die Menschen damals konnten sich nicht vorstellen, dass ein Auto eine andere Form haben könnte als das, was sie seit Jahrzehnten oder sogar seit Jahrhunderten kannten, nämlich die Kutsche. Das war das Gefährt, was davor da war, und sie haben das übertragen mit neuen technologischen Möglichkeiten. Und wir wissen heute, dass Autos natürlich auch ganz anders aussehen können. Und wenn wir auf die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung schauen, dann heißt das, wir sollten jetzt nicht eins zu eins unsere analogen Elemente, die wir haben, unsere Sektorentrennung und so weiter, ins Digitale übertragen, sondern wir sollten schauen und weiterdenken, wie neue Therapieformen aussehen könnten. Und eine gibt es davon seit Oktober letzten Jahres. Das sind die digitalen Gesundheitsanwendungen, die App auf Rezept, die oft von Startups entwickelt werden und die Versorgungslücken zum Beispiel auf dem Land schließen können, die unabhängig von Zeit und Ort sind und die auch ganz individuelle Therapiekonzepte, zum Teil basierend auf KI-Algorithmen, für Patienten ermöglichen. Wir werden auch ganz neue Versorgungspfade sehen, über Sektorengrenzen hinweg, indikationsorientiert, in der wir analoge Elemente, die wir ja haben, mit digitalen verknüpfen und es insgesamt so schaffen werden, eine höhere Patientenzentrierung in unserem Gesundheitswesen zu erreichen.
Und aus meiner Sicht ist dabei immer ganz wichtig, dass wir gewisse Grundpfeiler haben, auf denen wir das aufbauen. Und das ist aus meiner Sicht der Nachweis des Nutzens und eine Garantie, dass die Daten nur zweckgebunden verwendet werden und die Datenhoheit beim Patienten liegt. Bitte die nächste Folie. Ja, was braucht es nun zur Förderung von Innovation im Gesundheitswesen? Sie kennen sicherlich alle dieses Bild vom Startup als dem kleinen, schnellen Speedboot neben den großen Tankern. Und Startups sind schnell, ja, sie können oft schnellere Entscheidungen treffen. Sie sind aber auch klein, der zweite Aspekt. Das ist oft das, was in der Praxis mit großen Herausforderungen einhergeht. Und aus meiner Sicht müssen wir die gezielt adressieren, dafür Rahmenbedingungen schaffen, dass sie trotz ihrer Größe, ihrer limitierten personellen Ressourcen gut Fahrt aufnehmen können. Bitte die nächste Folie. Und wenn man jetzt auf das Gesundheitswesen schaut, dann gibt es einige Aspekte, die wir im Verband auch in den letzten Monaten gesammelt haben, wo wir festgestellt haben, da müssen wir nochmal nachschrauben, da müssen wir genauer hinschauen und da sollten wir die Rahmenbedingungen anpassen. Wir brauchen zum einen gleichberechtigte Bedingungen und Marktzugänge für Medizinprodukte. Wir haben die MDR, die europäische Regularik, und trotzdem gibt es nationale zusätzliche Erweiterungen. Und diese vielen unterschiedlichen Regularien, die nach wie vor auch Bestand haben in unterschiedlichen Ländern, sind ein Innovationshemmnis, da es für kleine Unternehmen sehr schwer ist, den Aufwand für diese verschiedenen Markteintritte überhaupt stemmen zu können. Und Gleiches trifft auf die Schnittstellen zu. Ein Riesenthema, wir brauchen hier standardisierte Formate, denn eine Anpassung an viele unterschiedliche Systeme verbessert selten das Produkt am Ende, was beim Patienten ist, sondern führt oft zu einem sehr hohen Aufwand und ist für manche Hersteller dann auch gar nicht möglich, sich an die verschiedenen Schnittstellen überhaupt andocken zu können. Ja, wir haben unterschiedliche nebeneinander bestehende Datenschutzregularien. Auch das ist ein großes Hemmnis. Wir sollten diese vereinheitlichen und auch Prozesse wie zum Beispiel Ethikanträge, die für Studien gestellt werden. Das muss für jedes Bundesland erneut gestellt werden mit anderen Vorgaben. Dass wir da nochmal überlegen, gibt es vielleicht eine Regelung, die wir schaffen können, die das etwas vereinfacht und harmonisiert. Und ein weiterer zentraler Aspekt unserer Sicht sind klare regulatorische Rahmenbedingungen. Das heißt, Investoren werden nur dann Kapital zur Verfügung stellen, und das ist sowieso im deutschsprachigen Raum weniger der Fall als im angelsächsischen, wenn sie wissen, dass es gewisse Grundpfeiler einer Regulierung gibt. Das ist zum Beispiel im Bereich der digitalen Gesundheitsanwendung das Erprobungsjahr, das aus unserer Sicht ein elementarer Bestandteil ist, um diese neue Leistungsart überhaupt im Gesundheitswesen etablieren zu können. Dann das große Thema Vergaben. Wir haben uns im Verband viel mit dem Krankenhauszukunftsgesetz auch auseinandergesetzt und wir sehen einfach, dass es unglaublich schwierig ist, diese Vergabeverfahren, die öffentlichen, als kleines Unternehmen zu durchlaufen. Das ist in vielen Fällen gar nicht möglich. Man braucht zum Teil einen Menschen, der nur schaut, wo sind überhaupt die unterschiedlichen Ausschreibungen auf den verschiedenen Plattformen. Hier sollten wir über Wege nachdenken, wie wir die Zugänge erleichtern können und wenn eine Ausschreibung nur in einem gewissen Format möglich ist, wie wir eben auch gleichberechtigte Partnerschaften, Tandems zum Beispiel zwischen größeren und kleineren Unternehmen ermöglichen. Wir müssen die Digitalkompetenz fördern, sowohl bei Leistungserbringern als auch bei Patienten, aber nicht nur hier. Wir müssen auch die Behörden und auch weitere medizinische Dienste im Gesundheitswesen, die digitalen Tools prüfen, befähigen, dass sie das können. Denn digitale Produkte haben gewisse Besonderheiten und man muss, um überhaupt darüber angemessen entscheiden zu können, natürlich das Wissen haben, denn es nützt nichts, wenn wir die Regulatorik schaffen und es in der Praxis dann zu sehr langen Wartezeiten kommt, die eben für kleinere Unternehmen auch wieder schwieriger abzufangen sind. Und zu guter Letzt, wir brauchen Mut für neue regulatorische Möglichkeiten, also neue Vergütungsmodelle, zum Beispiel für die hybriden Ansätze, indikationsorientierte Ansätze, die aber auch diese schnelle Entwicklung von digitalen Möglichkeiten in den Blick nehmen. Ja, damit komme ich zu meiner letzten Folie. Abschließend möchte ich mit den Worten von Richard von Weizsäcker, der in seiner Rede zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes gesagt hat, dass der Fortschritt keine wachsende Sorge vor der Wissenschaft an sich oder der Technik an sich, sondern vor ihrer Verselbstständigung mit sich bringt. Und das war sehr weise, das war im Jahr 1989 und
um die Sorgen zu adressieren, die natürlich mit einer Transformation einhergehen, wie der, die wir gerade im Gesundheitswesen erleben, müssen wir alle mitnehmen. Wir müssen die Mehrwerte erklären. Wir müssen unsere Regularien, was Datenschutz, Datensicherheit angeht, verständlich machen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir in Deutschland unser aktuell gutes System zukunftsfähig weiterentwickeln und auch zum Wohle aller. Dann herzlichen Dank und ich freue mich auf die Fragerunde jetzt. Vielen Dank, Frau Dr. Geier. Das war eine sehr schöne Keynote, die sehr viele wichtige Themen gestreift hat. Ich würde gerne Ihr Bild aufnehmen, was Sie uns gerade auch so schön gezeigt haben. Und zwar hat das Gesundheitsministerium ja selber versucht, sozusagen so ein schnelles Beiboot zu etablieren, neben sich als großen Tanker, nämlich das Health Innovation Hub. Wenn Sie jetzt mal so eine Bilanz am Ende der Legislaturperiode ziehen, was bringt das tatsächlich so ein Hub? Hat Ihnen das geholfen oder sorgt das eher für mehr Bürokratie? Nein, also das kann ich nicht sagen. Wir stehen auch im engen Austausch mit dem HIH. Das sind unglaublich fähige Kollegen, die, glaube ich, ganz gut den Blick dann, den pragmatischen Blick, den es braucht, aus der Praxis mit der Regulatorik verbinden. Aus meiner Sicht war das eine sehr sinnvolle Initiative, also es gab ja auch ganz viele Sessions, wo die verschiedenen Gesetze erklärt wurden, sowohl für die Stakeholder auf Unternehmensseite als auch für Patienten. Ich kann mich da auch an eine Woche erinnern, wo auch Angehörige und Patienten Ideen für digitale Tools einreichen konnten. Das finde ich auch super spannend. Wie können wir also die Entwicklung noch näher an den Bedarfen orientieren? Also insgesamt würde ich ein sehr positives Fazit ziehen von dem Health Innovation Hub, das Sie ansprechen. Würden Sie wünschen, dass das dann in der kommenden Legislaturperiode beibehalten wird oder sollte es da eine andere Institution geben, die Ihnen noch mehr unter die Arme greifen kann? Ich wüsste jetzt gerade, also das Format fand ich eigentlich sehr gut. Es lebt sowieso auch, glaube ich, mit den Personen, die das ausfüllen. Also ich weiß, es ist manchmal nicht nur die Form, in die man es gießt. Aus meiner Sicht, wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Ich wüsste keine andere Rechtsform oder Organisation, wie man das besser hätte umsetzen können. Okay, sehr gut. Sie haben gerade schon das Thema Apps auf Rezept angesprochen, das im Oktober gestartet ist. Was ist denn so Ihre Bilanz jetzt nach einem halben Jahr? Funktioniert das oder funktioniert das eher nicht? Wo sind die Hürden? Ja, also mein Fazit ist, es funktioniert. Wir sehen das an den steigenden Verordnungszahlen, an den Nutzerzahlen. Wir haben 15 Liga gelistet im Verzeichnis. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Anzahl. Wir haben eine ganze Bandbreite, viel im Bereich der verhaltenstherapeutischen Intervention, im psychologischen Bereich, aber auch ganz andere, auch mit Virtual Reality Brille verknüpft, also unterschiedlichste Ansätze. Wir haben sehr stark dafür gekämpft, dass wir eine elektronische Verordnung bekommen, weil das ist tatsächlich noch was, wo es in der Praxis hakt. Der Patient bekommt sein Rezept wie beim Arzneimittel, muss das aber bei der Krankenversicherung einreichen und das ist aus unserer Sicht ein Stück weit ein komplizierter Prozess und auch wird einem digitalen Produkt nicht gerecht, sodass wir uns freuen, wenn es da eine elektronische Verordnung gibt. Das wird, glaube ich, nochmal sehr viel mehr Nutzerfreundlichkeit bringen und das kann man, glaube ich, auch auf viele andere Themen im Gesundheitswesen übertragen. Wir müssen wirklich schauen, dass wir die Prozesse einfach halten. Also gerade auch bei der Registrierung mit der EPA und so weiter, wenn ich da erst zu meiner Zweigstelle fahren muss und dann noch in Pandemiezeiten, das ist schon zum Teil aus meiner Sicht nicht förderlich, um die Ausbreitung wirklich oder um die Masse zu erreichen. Sie haben auch gerade das Thema Schnittstellen schon angesprochen. Der Kanzleramtschef Helge Braun spricht selber von einem Schnittstellenwahnsinn, den es in Deutschland eben gibt. Das war bezogen auf die mangelnde Anschließung des SORMAS-Systems, als es um die Kontaktnachverfolgung jetzt in der Corona-Krise ging. Wie kann dieser Schnittstellenwahnsinn denn tatsächlich gelöst werden? Ja, wir brauchen klare Vorgaben von der Politik. Es gibt ja gewisse Standards, die europaweit eingeführt werden sollen, der FHIR-Standard unter anderem. Und wenn eine Verpflichtung dafür besteht, den zu nutzen, dann habe ich eben auch die Möglichkeit und dann haben auch kleine Unternehmen die Möglichkeit, Lösungen bereitzustellen. Derzeit ist es so, dass wir natürlich viele etablierte Systeme haben, die ihre eigenen Kontaktstellen haben und wie Sie beschreiben, ist das nicht nur ein System, was zum Teil abschottet, sondern auch was die Kommunikation, den Datenaustausch untereinander erschwert. Also aus meiner Sicht klare Vorgaben, was umgesetzt werden muss. Und dann bin ich da auch guter Dinge, dass das System in ein paar Jahren
ja, sehr viel besser funktioniert in diesem Punkt. In Ihrer Keynote haben Sie auch gerade aufgegriffen, dass es in anderen Ländern eben womöglich einfacher ist, dass die regulatorischen Hürden da nicht so groß sind wie hier in Deutschland. Gibt es denn ein Beispiel, wo Sie sagen, da könnten wir uns noch was abgucken? Das ging tatsächlich, mein Punkt, eher auch in die Richtung, dass manche Länder, wie zum Beispiel Österreich jetzt, obwohl es die europäische Medizinprodukteverordnung ja gibt, noch eigene Regularien zusätzlich. Also wir sind nicht die Einzigen, die da in dem Feld unterwegs sind. Aber natürlich gibt es mit Estland so ein paar Leuchtturmländer, die sehr früh erkannt haben, wie die Prozesse nutzerfreundlich zu gestalten sind, wie man auch viele mitnimmt. Ich glaube, es gibt keine einheitliche Regel, wo man sagt, wenn wir das machen, dann wird das bei uns hier alles besser. Aber ich glaube, wir müssen einfach schauen, wo wir zum Beispiel auch in dem föderalen System, ich denke jetzt an die Ethikanträge, Prozesse aufgebaut haben, die einfach unglaublich schwer für die Beteiligten sind zu handeln. Und wo wir schauen müssen, wenn zum Beispiel eine Studie in drei Bundesländern läuft, dass man dann ein übergeordnetes Gremium hat, was darüber entscheidet. Also ich glaube, über solche Dinge müssen wir bei jeder einzelnen Sache nochmal nachdenken, um es einfach ein bisschen zu vereinfachen, wie wir es aktuell haben. Sie haben auch gerade schon das wichtige Thema Datenschutz angesprochen. Gerade im Gesundheitsbereich geht es ja um die allerpersönlichsten Daten. Andererseits funktionieren die Apps natürlich nicht ohne diese Daten, was ja durchaus ein Dilemma ist. Wie würden Sie sagen, ist das zu lösen? Wie ist da am besten die Abwägung? Wie viele Daten werden gebraucht und wie sollten die Daten geschützt werden? Da haben wir eigentlich eine aus meiner Sicht sehr gute Regularik im Bereich der digitalen Gesundheitsanwendung gefunden. Die Daten sind zweckgebunden, die dürfen nicht für Werbung benutzt werden oder irgendwie sonst etwas. Es ist ganz klar, dass sie nur zur Verbesserung der Funktionalität der Anwendung genutzt werden dürfen. Und das ist der eine Punkt. Und natürlich die Zustimmungsrechte der Patienten. Das ist ja sowieso auch auf europäischer Ebene geklärt, was da nötig ist. Und eigentlich aus meiner Sicht, wenn wir jetzt auch an den Forschungsdatensatz denken, 2023, muss einfach ganz klar verständlich sein, dass diese Daten pseudonymisiert, anonymisiert vorliegen werden. Es ist kein Rückschluss auf den Patienten möglich. Und das muss aus meiner Sicht auch noch viel stärker thematisiert werden, dass diese Daten, die nachher für Forschungszwecke zur Verfügung stehen, keine Rückführbarkeit auf den einzelnen Patienten erlauben. Und wie gesagt, bei den Produkten ist das schon sehr streng geregelt und aus meiner Sicht keine Möglichkeit da in irgendeiner Weise die Daten für was anderes zu verwenden als das, was vorgesehen ist. Aber es liegt ja auch immer einerseits an den Anwendern und andererseits dann an den natürlich Herstellern, aber auch an den Verschreibern, wie gut dann solche Innovationen funktionieren. Würden Sie denn sagen, dass die Patientinnen und Patienten, aber auch die Ärztinnen und Ärzte offen genug sind gegenüber solchen Innovationen? Also es gibt ja viele Befragungen dazu und man hört eigentlich immer wieder raus, die Bereitschaft ist da, die Daten zu teilen. Und jeder, der mal krank war, und es ist ja leider so, dass wir das alle irgendwann mal sind im Leben, merkt, und das ist aber eben das, woran wir auch noch stärker arbeiten müssen, dass Daten, die wir dann zur Verfügung haben, um einzelne Erkrankungsbilder besser zu verstehen, jetzt auch in der Pandemiezeit, alle Erkenntnisse, die wir haben, sei es in der Arzneimittelforschung, sei es in der Ausbreitung des Virus, basiert darauf, dass wir epidemiologisch oder klinisch Daten sammeln und auswerten. Und aus meiner Sicht kann eigentlich niemand, wenn er das weiß und wenn er auch weiß, es kann gar nicht auf mich zurückgeführt werden, sagen, da dem entschließe ich mich total. Die Möglichkeit muss er natürlich haben. Also für mich ist aber sehr klar, dass der Mehrwert, der Vorteil auf jeden Fall da ist, vor allen Dingen, wenn man selber vielleicht mal krank wird und diese Erkenntnisse einem dann eben auch helfen werden. Ist es denn aber, das ist auch eine Frage aus dem Publikum, die ich gerne aufgreifen möchte, werden die Daten denn, oder die Apps vor allen Dingen, zielen sie eher auf den präventiven Bereich ab? Oder gibt es auch schon genug Anwendungen, die eben dann auf den behandelnden Bereich, auf den heilenden Bereich entschließen? Also die digitalen Gesundheitsanwendungen zum Beispiel, die dürfen gar nicht im Präventionsbereich angewandt werden. Das ist Behandlung von Erkrankungen tatsächlich, das ist im Gesetz niedergeschrieben. Wir haben auch noch die Möglichkeit Präventionsangebote, gibt es jetzt eine ganz neue Möglichkeit ab 1.7. In der Regelversorgung digitale Präventionsangebote, dass die nochmal extra Weg haben, in die Versorgung zu kommen. Das ist aber ein anderer Zweig. Also wir haben beides. Also die DiGA sind zur Behandlung einer Erkrankung auch. Und wenn Sie auch nochmal auf die Kassen gucken, unterstützen die diese Innovation ausreichend genug aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, da gibt es ein sehr heterogenes Bild. Da glaube, jede Kasse hat das auf dem Schirm, dass da ganz viel passiert und schaut in ihrem Feld quasi, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Aus meiner Sicht ist da natürlich viel da, aber man muss auch schauen, und das ist eben auch das, was ich ganz klar gesagt habe, wir müssen die Nutzennachweise bringen das ist das, was für Krankenkassen natürlich essentiell sind. Versichertengelder können nur für das ausgegeben werden, wo auch ein Nutzen vorliegt, und da sind die Hersteller aber auch bereit zu und wollen diese Evidenz liefern. Gut, prima. Dann vielen Dank soweit. Eine Abschlussfrage hätte ich noch an Sie. Und zwar würde ich gerne wissen, was Sie sich in der kommenden Legislaturperiode wünschen würden. Gibt es einen großen Wunsch, den Sie heute gerne platzieren möchten? Also mein Wunsch wäre ganz klar, dass wir weiter Mut haben, regulatorisch neue Wege zu gehen, dass wir auch mal ausprobieren. Das war ja auch in der Eingangsrede kurz enthalten, dass wir ausprobieren. Und wenn wir merken, das hat so nicht funktioniert, dass wir danach bessern. Natürlich nicht bei Hochrisikoprodukten, das ist klar. Aber in einem Bereich, wo das möglich ist, denke ich, tun wir sehr gut daran, Erfahrung zu sammeln, weil wir können nicht alles 100% vorher wissen. Da sollten auch die dann an den entscheidenden Stellen sitzen, diesen Mut haben. Das würde ich mir wünschen. Und eine Frage, die ich heute in allen Panels stellen werde, ist die große Frage natürlich, braucht es ein Digitalministerium oder braucht es keins? Also ich würde sagen, es ist eine gute Initiative. Ich glaube trotzdem, dass auch Fachkompetenz in den einzelnen Ministerien vorhanden sein muss, vielleicht auch mit so einem Kombimodell wie beim HIH, weil es nichts nützt, dass wir auf einer ganz Metaebene darüber sprechen, sondern ich denke, das muss man immer verknüpfen für den einzelnen Bereich. Es gibt Themen, die kann man vielleicht auch in allen Bereichen regeln, aber bevor wir wieder parallele Strukturen schaffen, würde ich nochmal drüber nachdenken, quasi, wie können wir in den einzelnen Bereichen am schlagkräftigsten werden. Und wenn das geregelt ist, diese Kompetenzfrage, dann ist es, glaube ich, eine gute Sache. Aber grundsätzlich, wie gesagt, auch in den einzelnen Ministerien aus meiner Sicht zwingend notwendig, da die Kompetenzen aufzubauen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Geier, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wir bleiben vorerst bei der analogen Abkühlung und warten dann mal, ob demnächst noch eine digitale Idee kommt. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Dankeschön, ebenso. Bis dann, tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank. Es geht jetzt weiter in der Runde, wo wir auch die Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, aufgreifen werden. Wir gehen in die Panel-Diskussion. Und zwar darf ich dazu begrüßen drei Teilnehmerinnen, die sofort sichtbar sein werden. Hallo und herzlich willkommen in der Runde. Ich darf begrüßen Frau Professor Dr. Petra Ritter. Seit 2017 ist sie Leiterin der Sektion Gehirnsimulation in der Charité. Sie hat mit einem internationalen Team eine Plattform für Gehirnsimulation entwickelt. Und ihr mehr als 20-köpfiges interdisziplinäres und internationales Team mit Expertenwissen in den Bereichen Softwareentwicklung, Mathematik und Medizin entwickelt genau solche digitalen Anwendungen für die Gesundheit. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Ritter. Hallo. Ich darf weiter begrüßen Inga Bergen. Sie ist seit 2016 Sprecherin des Beirats für digitale Transformation und Ethik, Host des Podcasts Visionäre der Gesundheit und war Gründerin des Startups Magnosco, das müssen Sie gleich nochmal richtig aussprechen, das eine Onkologie-Diagnostik mit Hilfe von KI und Laserspektroskopie entwickelt hat. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bergen. Ja, hallo. Magnosco heißt das Startup. Und es war das zweite Startup. Ich habe tatsächlich vorher auch ein Unternehmen im Bereich Digital Health aufgebaut und über 150 digitale Gesundheitsanwendungen schon gebaut. Sehr gut. Von diesen Erfahrungen werden. Und ich darf begrüßen Christine Aschenberg-Dugnus. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie alle. Frau Professor Dr. Ritter, ich würde Sie als erstes gerne einmal bitten, Sie müssen das mal erklären. Wie kann man denn so etwas Komplexes wie das Gehirn simulieren? Genau, wie Sie schon sagen, das Gehirn ist sehr komplex und deswegen braucht man auch theoretische Modelle. Das heißt, es reichen nicht komplexe Statistiken und Assoziationen, die man zwischen Daten berechnet, sondern man muss wirklich Theorien bilden, wie so ein komplexes System, wie das Gehirn funktioniert. Und wir wollen ja auch individuelle Vorhersagen treffen. Das heißt, das Ziel ist, solche Modelle in die Anwendung zu bringen, in die Klinik. Und deswegen müssen dann auch personenbezogene Daten mit integriert werden.
Und das ist das, was wir machen. Wir haben also eine Gehirnsimulationsplattform entwickelt in einem internationalen Konsortium. Die ist am Start seit 2012, ist Open Source. Jeder kann die also auch runterladen. Das ist thevirtualbrain.org. Und diese Plattform ermöglicht es, Daten zu integrieren von Patienten und so komplexe Modelle vom Gehirn zu bauen und die am Computer zu simulieren. Sie wollen mit Ihrer Arbeit ja Krankheiten bekämpfen, auch tatsächlich Alzheimer, Hirnschlag und Epilepsie. Da geht es um Diagnostik und um Therapie. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind in einem großen Konsortium da unterwegs. Wie sind denn für Sie im Vergleich dann die Bedingungen dafür in Deutschland, auch mit Blick auf die Regulierung und Förderung? Sind Sie da neidisch, was Ihre Kolleginnen und Kollegen angeht? Also neidisch bin ich nicht, aber ich habe schon auch Kritikpunkte, insbesondere da ja Innovation eben auch wirklich sehr gute Köpfe braucht. Und das bedeutet, man braucht auch gute Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen für die Forscher und Forscherinnen. Und daran hapert es teilweise tatsächlich in Deutschland noch. Und deswegen müssen wir uns dann auch nicht wundern, wenn es mit den Innovationen nicht so gut vorangeht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gute Rahmenbedingungen für Forschung zu schaffen. Das bedeutet also, dass wenn nach vielen, vielen Jahren Ausbildung wirklich gute, hochkarätige Forscher, ich sage jetzt mal, herangezüchtet wurden, müssen die auch die Möglichkeit haben, weiter gute Forschung zu betreiben und dann nicht eher ins Science Management zu gehen. Also Problem Nummer eins, die kurzen Verträge während sozusagen der Lehrphase der Forscher und Forscherinnen und dann als einzigen Karriereweg sozusagen eine Professur anzubieten, die dann häufig mit sehr viel Science Management zu tun hat und eigentlich gar nicht mehr so viel mit der echten Forschung. Ich glaube, wir müssen Bedingungen schaffen, die es erlauben, wirklich sich auf Forschung zu fokussieren und hochkarätige Forschung langfristig zu betreiben. Können Sie denn so ein Beispiel von Brain Drain beschreiben? Haben Sie einen Fall gehabt, wo Ihnen tatsächlich ein wichtiges Talent verloren gegangen ist? Was müsste dann passieren, um eben wieder zu diesem Brain Drain zurückzukommen? Ja, also ich kenne da sehr viele Beispiele. Ich möchte jetzt nicht persönlich werden, deswegen werde ich da jetzt auch nicht konkreter. Aber ich denke, in allen Bereichen sehen wir das. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Leute wieder an Bord nach Deutschland zu holen. Aber ich denke, wenn wir Innovationen fördern wollen, dann ist das eigentlich genau der Hebel, den wir ansetzen müssen, dass wir von Anfang an gute Bedingungen schaffen und es so ermöglichen, dass hochkompetente Personen, Forscher und Forscherinnen hier gute Bedingungen zum Forschen haben. Vielen herzlichen Dank. Frau Bergen, Sie haben gerade schon eben selber beschrieben, wie viele Startups Sie schon gegründet haben. Hat es Ihnen an Talentpool gemangelt? Können Sie das teilen, was Frau Ritter gerade beschrieben hat? Kurz zu ergänzen, ich habe tatsächlich nie selbst gegründet, sondern immer von Gründern übernommen. Mir hat es persönlich nicht an Talenten gemangelt, weil ich in beiden Unternehmen sehr schnell international und im europäischen Ausland auch recruited habe. Das hat so gewisse Hürden, aber wenn man das will, dann funktioniert es auch. Und es ist so, muss man sagen, ich habe ja sehr früh angefangen im Bereich Digital Health. Mittlerweile ziehen wir ja auch in Deutschland nach. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studiengänge, die sich sehr stark spezialisieren, die auch entsprechende Fachkräfte ausbilden. Und ich glaube, das ist wichtig, da auch dran zu bleiben, insbesondere zum Beispiel in der Medizininformatik nicht nachzulassen und wirklich auch ja zu fördern, dass so eher interdisziplinäre Fächer auch Einzug finden in den Universitäten und wir wegkommen von diesen Silos. Und ich glaube, das ist was wir uns international auch angucken können und abgucken können, weil Innovation heute ja nicht mehr in Silos funktioniert. Es ist immer irgendwie zwischen Fachdisziplinen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir Medizin, die Naturwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, aber auch die Geisteswissenschaften stärker zusammenführen, damit wir uns den großen Fragen der Gesundheitswirtschaft widmen und da einfach interdisziplinärer werden. Frau Aschenberg-Dugnus, teilen Sie denn diesen Eindruck? Gefährdet sozusagen die Talentsuche auch die Zukunftsfähigkeit des Landes? Und was kann dagegen getan werden? Also ich denke, Talente haben wir in Deutschland genug. Es wurde schon gesagt, wir müssen nur Wissenschaft
Wissenschaft, Technik, Forschung eben auch mit den Akteuren vor Ort zusammenführen. Also ich sag mal, das, was dann dabei herauskommt, muss auch möglichst schnell den Weg finden in die Versorgungspraxis, in den Versorgungsalltag der Menschen. Das ist ja auch für die Forscher wichtig. Und das geht mir bei uns alles noch viel zu langsam. Da arbeiten die Akteure gerade im Bereich der regulatorischen Entscheidungsträger viel zu wenig zusammen. Und da braucht man nur mal ins Ausland zu blicken, zum Beispiel Israel oder Australien. Da ist zum Beispiel am medizinischen Campus sind auch die Start-up-Unternehmen angesiedelt, können also direkt sehen, ob das, was sie da entwickeln, auch in der Praxis ankommt. Und günstigsterweise sind dann eben auch diejenigen, die nachher darüber entscheiden, ob das eine Zulassung erhält oder nicht. Also die, bei uns wären es die Behörden, sehr frühzeitig daran beteiligt, sodass dieser Weg dann in die Versorgungspraxis nicht mehr so lang ist. Denn das wollen wir ja alle. Wir wollen ja Therapie und Medizin verbessern für die Patientinnen und Patienten. Das ist ja das Ziel der ganzen Sache. Und dann muss es auch vor Ort ankommen. Und da haben wir noch einen langen Weg der Entbürokratisierung vor uns. Hm. Würden Sie denn empfehlen, dann, wir haben gerade schon mit Frau Ritter darüber gesprochen, so ein Hub, wie es aktuell besteht, dann auch fortzusetzen? Oder ist das aus Ihrer Sicht wenig sinnvoll? Also ich würde das auf jeden Fall fortsetzen, weil das hat ja, das war ja genau das, was ich eben beschrieben habe. Aber das muss eben auch großflächig passieren. Und wir haben so viele Innovationen, wir haben so viele Ideen und wir haben ja auch schon sehr viel in die Versorgung gebracht, wenn ich jetzt innerhalb der Telemedizin dran denke. Wir haben mittlerweile Telenurses, wir haben Diabetologen, die über Diabetes-Apps mit ihren Patienten kommunizieren. Wir haben die intelligente Pillendose, die über Vitaldaten auch sofort feststellt, wenn zum Beispiel vergessen wurde, das Medikament einzunehmen. Es gibt sehr viel individualisierte Medizin, ein ganz, ganz großes Thema, vor allen Dingen in der Krebsdiagnostik. Das alles sind ja Innovationen, die schon lange auf dem Weg sind, die aber schneller beim Patienten ankommen müssen. Denn das erleichtert alles und trägt dazu bei, dass die Menschen eben individueller behandelt werden können und damit auch schneller, bestenfalls gar nicht erst krank werden. Frau Bergen, das ist ja auch etwas, was Sie beklagen, dass innovative Lösungen tatsächlich noch viel zu selten bei den Patientinnen und Patienten ankommen. Wer trägt denn da dann eigentlich tatsächlich, Hauptschuld oder was ist das Grund dafür? Sind es die Patientinnen, sind es die Ärztinnen oder ist es die Politik, die zu viel reguliert und zu viel fördert? Also ich muss leider sagen, erstmal mag ich diese Schulddiskussion gar nicht, weil das ist irgendwie was wir in Deutschland total viel machen. Das ist dieses, wer hat Schuld? Und das behindert aus meiner Sicht so nach vorne gerichtetes Konstruieren einer neuen Wirklichkeit. Ich glaube, das, was jetzt passiert, ist sehr gut. Wir haben, also es ist aus meiner Sicht sehr stark von den handelnden Personen abhängig. Wir brauchen eine innovative Gesetzgebung. Das heißt, wir brauchen neue Verordnungen, die und Gesetze, die es überhaupt möglich machen, dass Innovation schneller zugelassen werden kann und bei Patientinnen und Patienten dann eben auch ankommt. Wir brauchen Vordenkerinnen und Vordenker an den Universitätskliniken, aber eben auch der Forschung, die sich mit Unternehmern wirklich verbinden und die Sachen dann in die Praxis pushen. Und so können meiner Meinung nach dann auch die ganzen Ärztinnen, Ärzte, das medizinische Fachpersonal und Patienten abgeholt werden, weil die brauchen halt Vertrauen, dass diese neuen Lösungen auch was Gutes bringen. Und das geht nur, wenn man wirklich gemeinsam an einem Strang zieht. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen stärker werden und wir brauchen auch eine gemeinsame Vision als Gesellschaft, wie eigentlich eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung dann aussehen soll. Aber ich gebe Ihnen total recht, so wie wir heute eigentlich so Zulassungspfade haben oder auch das ganze Thema, wie kommen neue Behandlungsmethoden in Leitlinien, das ist alles so langsam, das ist eigentlich nicht mehr gemacht für eine Welt, die komplett durchdigitalisiert ist. Da brauchen wir komplett neue Prozesse, auch in den öffentlichen Verwaltungen. Ich würde da gerne eine Frage aus dem Publikum aufgreifen, genau zu diesem Thema. Und zwar lautet die, woran liegt es, dass die vielen Patientendaten, die es schon gibt, nicht effizient für Innovation genutzt werden können? Sind die Daten etwa unbrauchbar? Ja. Also
Vielleicht darf ich kurz was dazu sagen, damit wir ja auch Daten integrieren. Es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung und das ist auch gut so. Die ist dazu da, um das Problem zu lösen, dass natürlich auch Missbrauch droht, wenn wir unsere Daten überall hinterlassen und davor sollen Patienten und insgesamt die Bevölkerung geschützt werden. Und dadurch, dass es die Datenschutzgrundverordnung gibt, ist es eigentlich erst möglich, wirklich sinnvoll und vertrauenswürdig mit Daten umzugehen. Aber sie kommt eben auch mit vielen Challenges, die berechtigt sind. Nämlich, dass man eben die Schutzmaßnahmen einrichten muss. Und diese entsprechend natürlich auch überprüft werden. Da hinken wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa hinterher, solche Zertifizierungsinstanzen zu bilden. Das ist ja auch in GDPR, also der Datenschutzgrundverordnung, so verankert, dass das gebildet werden soll. Es soll wohl auch demnächst solche Entitäten geben, gibt es aber nicht. Und das ist im Moment die große Blockade, dass es da eben wirklich keine guten Mechanismen gibt, Datenschutz überprüfen zu lassen oder auch sogenannte Checklisten, um überhaupt diese Maßnahmen etablieren zu können, die notwendig sind. Aber wenn das ja so offensichtlich ist, warum werden dann diese Blockaden, die Sie gerade angesprochen haben, nicht gelöst? Ich denke, das braucht seine Zeit und es braucht auch sehr große Kompetenz, muss man sagen. Es sind sehr komplexe Themen, die ganz viele verschiedene Facetten haben, wo eigentlich sehr viele Stakeholders zusammenarbeiten müssen mit verschiedenen Kompetenzen, also Rechtswissenschaftler, IT, Cybersecurity-Experten, die Wissenschaftler selber, die wissen, was in den Daten steckt und ob die personenbezogene Daten enthalten, ob sie pseudonymisiert oder anonymisiert werden können, was damit gemacht wird und so weiter. Das ist also eine ganz lange Liste und die kommen ja jetzt auch so nach und nach zusammen. Es gibt auch Bewegung. Ich bin da ja selber in vielen Initiativen mit beteiligt, aber es dauert eben alles seine Zeit. Wenn ich davon noch mal, dazu noch mal sagen kann, es gibt ja das Forschungsdatenzentrum, wo man dann eben auch Daten, wenn man eben in dem bestimmten Bereich Big Data forschen möchte, beantragen kann, dass man Zugang zu diesen Daten bekommt. Und wir hatten zum Beispiel eine Anhörung und da hat ein Kryptograf gesagt, es gibt sehr gute Verfahren außerhalb Anonymisierung, Pseudonymisierung, denn es müssen ja auch Daten sein, mit denen die Forschung arbeiten kann. Also es gibt kryptografische Verfahren, das sogenannte Verrauschen, wo man sehr sicherstellen kann, dass eben keine Rückverfolgbarkeit der Daten stattfindet und mit dem aber die Forschung dann trotzdem arbeiten kann. Und was uns als Freie Demokraten sehr geärgert hat, ist, dass zum Beispiel private Forscher da gar keinen Zugang zu diesen Daten bekommen haben, sondern nur Universitäten und andere Wissenschaftler. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, wer hat BioNTech das Serum auf den Markt gebracht, das war ein privates Unternehmen und da geht es schon mal los. Also eins ist sehr wichtig, die Datensicherheit. Aber wenn ich das gut mache und das den Patienten auch erkläre, und es wurde vorhin, glaube ich, noch schon mal angesprochen, die Versicherten sind zu einer Riesenanzahl, über 90%, bereit, wenn es um Forschung geht, um gesundheitliche Forschung, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, ob sie jetzt gesund oder krank sind, wenn sie sicher sein können, dass es keine Rückverfolgbarkeit gibt. Und da müssen wir noch eine ganze Menge mehr tun, damit wir hier auch forschen können in Deutschland. So viel nur kurz aus meiner Sicht dazu. Wenn ich da noch was kurz ergänzen darf, weil ich möchte gerne sagen, ich glaube, wir müssen dringend weg von dem Narrativ, wenn es um Daten geht, sofort über die Datenschutzhürden zu sprechen. Wir müssen auf das Potenzial gucken. Und zum Thema, sind die Daten unbrauchbar, kann ich nur sagen, ja, je länger wir warten, desto unbrauchbarer sind die Daten, weil die dann eben nicht einheitlich vorliegen und dann können sie nicht in der Masse genutzt werden. Man muss Daten in einheitlicher, guter Qualität erheben, damit man die auch für Forschung verwenden kann. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir zu einem neuen Narrativ insgesamt in der Gesellschaft kommen und nicht alles mit der berühmten Datenschutzkeule totschlagen. Also da gebe ich Ihnen 100% recht, aber eine Datenspende ist ja immer freiwillig. Und deswegen sage ich mal, wir brauchen nur einen Artikel in einer großen Zeitung, dass es da irgendwo ein Datenleck gegeben hat. Und schon geben 20-30% der Bürger ihre Daten nicht mehr frei. Deswegen ist Datenschutz, also ich sage mal, die Sicherheit der Nichtrückverfolgbarkeit schon wichtig. Aber ich gebe Ihnen recht. Und deswegen sagte ich ja, es gibt auch außerhalb Anonymisierung, Pseudonymisierung
kryptografische Verfahren, wo man das eben sicherstellen kann, die sehr leicht sind und ich habe trotzdem gute und brauchbare Daten, mit denen ich wissenschaftlich forschen kann. Also wir sind gar nicht auseinander. Das ist absolut richtig. Und wie das gerade sagt mit der Berichterstattung, dass es dann diese Abschreckung gibt, liegt aber natürlich dann nicht an der investigativen Berichterstattung, würde ich jetzt sagen, sondern wirklich daran, dass es dieses Datenleck tatsächlich gibt. Natürlich. Aber wahrscheinlich müssen dann eben tatsächlich eher dann die Positivbeispiele dann eben genauso in der Aufmerksamkeit wahrgenommen werden. Ich würde sehr gerne einen Aspekt ergänzen, der auch tatsächlich nichts mit Datenschutz zu tun hat und der aber auch angegangen werden muss und auch wird. Aber es gibt da eben auch eine Verzögerung und diese Lücke wird jetzt gerade geschlossen. Das ist die Annotation von Daten. Es gibt natürlich einfache Daten, aber es gibt auch komplexe Daten. Und viele harte Probleme in der Medizin können nur mit diesen komplexen Daten gelöst werden. Also zum Beispiel radiologische Bildgebungsdaten, die viele verschiedene Pipelines und Workflows, also Auswerteschritte durchlaufen, bevor dann eigentlich die Daten vorliegen, die auch sinnvoll verwertet werden können. Und da gibt es einerseits das Problem der Annotation, Dokumentation, auch der Reproduzierbarkeit. Das ist ein riesiges Problem in der akademischen Forschung. Das wird auch immer mehr so wahrgenommen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir für reproduzierbare Medizin eben auch die Anreize verändern müssen. Das heißt, keine Belohnung von Massen von Paper-Publikationen, sondern Belohnung von Workflows, von Code, von Dokumentation, von Datenannotation, Kuration und so weiter. Also ich denke, da muss eben auch ein Kulturwandel geben bei den Funding Agencies, wie Wissenschaft belohnt wird, damit eben nicht die Blender sozusagen, die gute Papers schreiben, was ja im Prinzip nur ein Aushängeschild der Forschung ist, also Werbung für die Forschung, belohnt werden mit viel Forschungsgeldern, sondern die echten Beiträge, nämlich das, was eben auch sehr viel Arbeit macht, Daten wirklich reproduzierbar zu annotieren und die ganzen Arbeitsschritte, die dazu führen, dass bestimmte Ergebnisse erzeugt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Sie haben jetzt jeweils immer schon dieses Thema Datenspende, Datenaltruismus womöglich auch angesprochen. Befinden wir uns denn gerade in einem vielleicht dafür sehr, sehr günstigen Zeitfenster, weil wir die Diskussion über die Corona-Warn-App hatten. Es gibt jetzt den digitalen Impfpass. Wir haben die SafeVac-App, wo dann Nebenwirkungen getrackt und eingegeben werden konnten. Glauben Sie, dass es jetzt sozusagen quasi einen Sprung gibt, was dieses Thema angeht und nun müssen nur die Kanäle dafür geschaffen werden? Frau Aschenberg-Dugners, vielleicht möchten Sie beginnen. Also ich denke, die Bereitschaft war vorher schon vor Corona sehr groß. Hat vielleicht jetzt nochmal zugenommen. Ich kann es nicht beurteilen. Da wird es bestimmt demnächst nochmal Umfragen geben. Aber ich finde, es ist eben ein sehr wichtiger Bereich. Und ich weiß es halt ganz speziell in der Krebsforschung, dass da diese, wie gesagt, durch die Genomsequenzierung, durch die individualisierte Medizin, da schon eine Menge passiert ist. Und da lebt man ja von den Daten. Genauso bei der Bildgebung, es wurde eben angesprochen. Also wenn Sie jetzt ein Karzinom erkennen auf dem Röntgenbild, da hilft eben die KI. Und je mehr Daten man hat, umso besser funktioniert es. Und ich denke, wir müssen das einfach so mit einfachen Beispielen erklären. Und dann bin ich mir sicher, dass sehr viele Menschen bereit sind, für die Forschung ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Und zwar einmal, um selbst möglicherweise davon etwas zu haben, aber auch die Kinder und Enkelkinder. Weil das ist, glaube ich, für die Menschen sehr wichtig. Da kann man für werben. Und da sehe ich auch wieder die Politik in der Verantwortung, da noch mehr zu machen, was eben alles ermöglicht ist. Und wie gesagt, wenn dann man noch sagen kann, pass mal auf, jetzt es kann nicht rückverfolgbar werden, dass jetzt in der So-und-so-Straße die Frau jetzt ein Mamakarzinom hat, dann glaube ich, funktioniert das auch sehr gut. Vielleicht hat es jetzt noch mal einen Schub gegeben, würde ich mir wünschen, aber es war vorher schon sehr gut. Mhm. Frau Bergen, wie sehen Sie das? Gibt es gerade ein sehr günstiges Zeitfenster? Ich denke schon, aber ich denke auch, dass wir, gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht und wenn es darum geht, auf Basis von Daten Forschung aufzubauen, dass wir auch neue Konzepte brauchen, wie wir eigentlich die Eigentümer der Daten, also Bürgerinnen und Bürger, in dieses gesamte System dann auch einbinden, weil die ja schlussendlich mit ihren Daten bezahlen. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wer dann von diesen Daten wie profitieren kann.
und dass wir da insgesamt eine neue Vision brauchen. Und ich glaube, das wird auch wichtig sein, dass wir wirklich insgesamt als Gesellschaft auch von der Politik getrieben eine Diskussion darüber führen, was wir eigentlich für ein Gesundheitswesen in der Zukunft haben wollen in Deutschland und in Europa. Denn wir haben Privacy, wir haben Datenschutz, wir machen uns über diese Themen Gedanken. Das ist in anderen Märkten tatsächlich ganz anders. Da gibt es diese Fragestellung überhaupt nicht. Das kann natürlich auch ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein. Es geht natürlich auch darum, dann auf der Kompetenz die entsprechende, auf der anderen Seite die entsprechende Kompetenz zu haben, um diese Daten dann auszuwerten. Die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF war das, glaube ich, hatten gerade diese schöne Recherche gemacht, dass eben sehr viele Menschen tatsächlich diese Safe Web App genutzt haben, aber das Paul-Ehrlich-Institut eben auf der anderen Seite total überfordert ist, weil sie gar nicht genug Leute haben, dann jetzt diese ganzen Daten auszuwerten. Zwar hat das Robert-Koch-Institut ja jetzt ein KI-Zentrum eröffnet, aber natürlich ohne Leute läuft das auch nicht ausreichend. Was würden Sie sagen, wie kann auf dieser anderen Seite dann eben noch mehr Kompetenz ermöglicht werden und gefördert werden? Vielleicht kann ich einfach mal anfangen. Ich würde sagen, also wir sollten den Mut da jetzt nicht verlieren, weil das jetzt alles nicht sofort funktioniert. Ja, wir befinden uns ja mitten in einem riesen Wandel, in einer digitalen Transformation, die alle Bereiche wirklich beeinflusst. Und das ist einfach ein Prozess. Wir müssen da am Ball bleiben und was ich halt schwer finde, ist, wenn man guckt, okay, das funktioniert nicht und dann sofort die Keule rausholt und sagt, das ist alles schlecht, das ist es nicht. Ganz normal, wenn man in der Digitalwelt arbeitet, dann weiß man das, man scheitert sich eigentlich zum Erfolg, weil wir diese Kompetenzen insgesamt ja erst aufbauen müssen. Ja? Es wurden nie Daten geteilt, wie soll das Paul-Ehrlich-Institut das können. Ich glaube, was vom Mindset aber nicht geht, ist dann zu sagen, wir können das jetzt nicht, das ist nutzlos, das bringt nichts und dann sozusagen das Potenzial in Frage zu stellen, was da ist. Das ist ein schlechtes Mindset und da brauchen wir eigentlich ein anderes Mindset. Wir brauchen eine andere Kultur in den gestaltenden Organisationen und müssen diesen kulturellen Wandel wirklich ja auch ernsthaft reflektieren und begleiten. Frau Ritter, wie sehen Sie das? Genau, ich würde da gerne ergänzen. Ich hatte ja schon das Thema angesprochen, Fachkompetenz, die muss natürlich auch gefördert werden. In diesen Bereichen, wo es um Datenintegration geht, geht es auch um domänenspezifisches Wissen. Das heißt, das müssen verschiedene Experten, insbesondere aber eben auch die domänenspezifischen Kliniker zum Beispiel mit involviert werden und entsprechend auch trainiert werden, um beispielsweise Terminologien, Ontologien, Datenmodelle, das braucht man ja alles, um Daten sinnvoll benutzen zu können, mitzubilden. Und an der Charité haben wir zum Beispiel das Digital Clinician Scientist Programm, das genau zum Ziel hat, solche neuen Arbeitsfelder zu bilden und kompetente Personen dafür auszubilden. Muss denn jeder Mediziner, muss jede Medizinerin künftig auch eine Informatikerin sein? Ja, ich denke, das nicht, aber etwas interdisziplinäres Verständnis und sozusagen das Verwischen der Grenzen zwischen den Disziplinen halte ich für sehr sinnvoll. Also ich habe immer gelernt, wenn man selber etwas nicht weiß, muss man zumindest wissen, wen man anspricht. Und insofern denke ich, ist es sehr angesagt, und das hatte ich ja vorhin auch so angedeutet, dass eben interdisziplinär gearbeitet wird. Also dass zum Beispiel dort, wo das Ganze auch zum Einsatz kommt in der Medizin vor Ort, dass man eben genau weiß, wen muss ich jetzt ansprechen oder dass auf dem Campus eben auch IT-Leute sitzen, wie es in anderen Ländern der Fall ist, da wo etwas entwickelt ist, wo die Start-up-Unternehmen sind. Dieses interdisziplinäre Zusammenwirken, ich glaube, da können wir noch in Deutschland besser werden, auf jeden Fall. Und das ist jetzt gar nicht negativ gesagt. Und ich hatte ja auch zwischendurch gesagt, wir haben ja schon einiges erreicht. Es ist ja nicht so, dass wir nichts erreicht hätten. Aber wir müssen weitermachen. Und ich hatte mal in der Pandemie eine, als es um die öffentlichen Gesundheitsämter ging, eine ganz unspektakuläre Idee, weil ja die
Universitäten dicht waren, warum man nicht IT-Studenten, die ein gewisses Semester schon hatten, einfach da freiwillig dazusetzt, freiwillig natürlich, und die da ein bisschen Schützenhilfe geleistet haben, denn ich war in vielen Gesundheitsämtern und die haben gesagt, ja, wir können jetzt die Software, die wir da jetzt bekommen haben, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, und dass diese Zeit haben wir gar nicht. Also manchmal bedarf es auch nur kleiner Dinge, wenn es schnell gehen muss, aber die große Lösung wäre halt mehr Interdisziplinarität, gerade bei der Ausbildung, und da können wir vom Ausland noch einiges lernen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Förderung kommen. In den USA gibt es ja die Innovationsagentur DARPA, die auch zivile Ableger hat. Und der neue US-Präsident Joe Biden hat jetzt vor, den Gesundheitsableger ARPA Health heißt der, sehr stark zu fördern. 6,5 Milliarden Euro sind dafür vorgesehen, um so, ich zitiere Joe Biden, den Krebs zu besiegen. Frau Ritter, ist das etwas, was Ihnen auch fehlt, ein deutlich höheres Budget, oder liegt es dann gar nicht am Geld? Also ich denke, Geld hilft schon immer etwas weiter, das ist schon mal nützlich, aber es geht natürlich auch um die Strukturen drumherum, und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es eine Demokratisierung eben auch der Anreize gibt und der Kriterien, wie diese Gelder vergeben werden. Die Gefahr droht im akademischen Bereich, zumindest hier in Deutschland, aber ich sehe es eigentlich auch überall in Europa, dass es immer noch hierarchische Strukturen gibt, dass es mächtige Akteure gibt, die dann letztlich auch diese Fördermittelvergabe direkt oder indirekt kontrollieren können. Und das ist natürlich am Ende auch behindernd. Also ich denke, dass man da sehr genau auf einerseits die Anreize und die Vergabekriterien schauen sollte und dann weggehen sollte von den klassischen Publikationen hin zu wirklich mehr anwendungsorientierter und vor allen Dingen reproduzierbarer Forschung. Und da steckt viel mehr dahinter, als Papers zu schreiben. Frau Berg, Sie nicken so. Zustimmen. Ja, ich habe tatsächlich selbst schon auch Start-up-Förderung zum Beispiel in Anspruch genommen und habe auch schon einige Start-ups begleitet, die sich quasi über Forschungsförderung finanziert hatten, und kenne aber auch welche, die aus den USA zum Beispiel aus militärischer Förderung Geld in Anspruch genommen haben. Und das ist total beliebt, weil das sehr viel einfacher ist. Also es ist nicht so bürokratisch, und die Kompetenzen, die man halt leider ausbildet, sind nicht so besonders gut, weil man halt super gut wird darin, irgendwie Evaluationsbögen auszufüllen und irgendwelche Anträge zu schreiben, wo dann immer irgendwas drinsteht, wie man das hinterher zu Geld macht, was man sich irgendwie ausdenkt, was kompletter Quatsch ist. Und dann muss man das aber so machen. Und als Startup weiß man halt voll viel nicht am Anfang. Das entwickelt sich über die Zeit. Und wir brauchen eine andere Förderungskultur. Die muss viel flexibler werden. Und viel mehr Freiraum auch lassen, auch für Pivots, also für Veränderungen des Geschäftsmodells oder der Ansätze oder der Frage, mit der man sich beschäftigt. Und wir brauchen viel mehr Verbindung zwischen Wirtschaft und Forschung an der Stelle und mehr Offenheit halt auch in den großen Instituten, Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institute, die müssen irgendwie offener werden, auch was Zusammenarbeit mit Leuten angeht, die halt Unternehmertum eben können. Und da brauchen wir, glaube ich, einfach eine andere Kultur. Also für mich ist der große Stichpunkt echt, oder das große Stichwort ist Kulturwandel an der Stelle. Genau, für diese Frage der Translation hat die Regierung ja die Bundesagentur für Sprunginnovation gegründet. Und ich habe gerade ein Interview geführt mit dem Leiter Rafael Laguna, dem genau das gesagt hat, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Auch er sagt, während wir eben den Paragraphen 65 der Bundeshaushaltsordnung einhalten müssen, werden wir von den USA und China abgehängt. Und er sagt, er hat eben eigentlich genug Geld zur Verfügung, aber hat Probleme, das ordnungsgemäß wortwörtlich auszugeben, Frau Aschenberg-Nunes. Was kann da vereinfacht werden? Naja, wie eben schon, ich kann mich den Vorrednerinnen nur anschließen, gesagt wurde, die Vergabekriterien müssen einfacher werden. Es muss eine neue Kultur herrschen. Ich bin da ganz bei Ihnen, auch wenn im Chat jetzt gesagt wird, schaut nicht immer aufs Ausland. Ja, wenn die es aber besser machen als wir und da schon weiter sind, kann ich da sehr wohl hinschauen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und da bin ich wieder bei Israel. Da wird staatlicherseits, gerade im Gesundheitswesen, werden sehr viele
kleine Start-up-Unternehmen gefördert. Und zwar ist es dann auch nicht schlimm, wenn aus der Sache was nichts wird. Also ich sag mal, scheitern. Dort herrscht die Mentalität, als junges Unternehmen muss man auch scheitern, damit man beim nächsten Mal besser werden kann. Und ich glaube, da brauchen wir hier in Deutschland noch eine etwas andere Kultur und natürlich auch die Möglichkeit, dass privates Kapital da auch genommen werden kann, Wirtschaft und Forschung zusammenarbeiten. Das ist genau das, was wir machen müssen. Aber wie gesagt, auch ein Mentalitätswechsel. Nicht alles, was am Anfang sich gut anhört, kommt auch zu einem Ergebnis. Und Scheitern gehört zum Leben dazu und auch bei den Startups. Würden Sie es denn dann unterstützen? Herr Laguna fordert beispielsweise eine Art Globalhaushalt, also dass er ein Budget zur Verfügung hat, über das er natürlich an Regeln haltend frei verfügen kann. Ist so etwas dann sinnvoller, um dann solche Institutionen oder die Translation dann freier sich entfalten lassen zu können? Wie gesagt, ich finde es entscheidend, nach welchen Kriterien die Gelder vergeben werden. Und wenn die sinnvoll ausgewählt werden, dann kann das natürlich von Nutzen sein. Aus dem Chat gibt es jetzt gerade nochmal die Frage, gibt es nicht eigentlich schon ausreichend genug privates Kapital, was dann eben in die Startups gesteckt werden kann? Muss da mehr passieren, Frau Berg? Also da passiert ja gerade schon was, wenn wir jetzt die letzten 6 Wochen angucken, gucken wir auf deutsche Gesundheits-Tech-Unternehmen, dann habe ich mal zusammengerechnet, es ist knapp 1 Milliarde allein da investiert worden in verschiedene Startups, also da passiert total viel. Und da sieht man aber auch, dass das eben passiert, zum einen, weil die natürlich international tätig werden, aber zum anderen auch, weil wir einfach den Markt jetzt öffnen oder weil der Markt geöffnet wurde durch relativ moderne neue Verordnungen und Gesetze. Und ich glaube, das ist eben wichtig, gerade im Gesundheitswesen den Zugang zu schaffen, dass ja einfach auch Innovationen, die natürlich immer, also sich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftlichkeit und Altruismus irgendwie bewegen im Gesundheitswesen, dass die halt Menschen zugutekommen. Und dann fließt auch Kapital in die Themen rein, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass man alles jetzt nur privaten Investoren überlassen sollte, weil wir dann natürlich uns auf Themen, Schwerpunkte ausschließlich setzen, die halt einen guten Return on Investment versprechen. Das müssen ja nicht also zwangsläufig alle gesundheitlichen Probleme zum Beispiel sein, die auftreten. Deswegen braucht es da aus meiner Sicht eine gute Mischung. Aber ja, wenn der Staat investiert, dann muss das irgendwie anders gehen und nicht in einer riesen Bürokratieschlacht enden. Okay, das ist ja ein gutes Abschlusswort. Eine Bürokratieschlacht will vermutlich niemand. An Sie jeweils noch mal ganz kurz die Abschlussfrage. Würden Sie sich für ein Digitalministerium in der kommenden Legislaturperiode aussprechen? Frau Ritter, fangen Sie gerne an. Ja, ich muss sagen, ich bin da leidenschaftslos. Ich bin da ganz bei der Aussage, dass es wichtig ist, dass Digitalisierung überall stattfindet. Das sind domänenspezifische Probleme und deswegen muss das verteilt sozusagen etabliert werden, am besten in allen Ministerien. Und ob es da jetzt noch ein extra Ministerium geben soll, das kann ich eigentlich nicht beurteilen. Frau Bergen, Ihre Antwort. Ja, also Ministerium ist erstmal so irgendwie was Funktionales. Ich glaube, wir brauchen Kulturwandel. Das geht nur, wenn wir halt Leute haben, die wirklich mit Herz und Seele dafür eintreten und die das eben auch auf die Agenda bringen, die das nach vorne schieben, die sich was trauen, die mehr Mut haben, die halt nicht irgendwie ausschließlich in Schuldzuweisungen denken, sondern halt eher in Visionen und die auch vermitteln können. Und das würde ich mir halt für die nächste Legislaturperiode total wünschen, egal von welcher Partei, dass einfach da auch Kooperation passiert, Zusammenarbeit passiert und eben diese Visionen entwickelt werden, auch parteiübergreifend. Frau Aschenbeck-Dugnus, Sie haben sicherlich bei diesen beiden Wünschen aufmerksam zugehört. Wie lautet Ihre Antwort?
Naja, Sie werden das natürlich schon erahnen. Ich bin natürlich für ein Ministerium, allein deswegen, weil dann jemand alles zusammenfasst. Und selbstverständlich, ich glaube, es wurde vorhin gesagt, ist das kein Ministerium, was irgendwo drüber schwebt, sondern natürlich die einzelnen Disziplinen auch mit Fachleuten auch dort zusammenbringt. Insofern, die Vergangenheit hat ja gezeigt, und das ist nun mal so, dass Ministerien nicht immer 100% zusammenarbeiten. Ich sage jetzt keine Gründe und das ist auch kein Bashing oder so, sondern das ist eben so. Aber wenn jemand oben drüber schaut und sagt, ich bin für die Digitalisierung zuständig und regle das eben ja, für alle und habe eben die Fachkompetenz aus den einzelnen Bereichen, glaube ich, wird es in Deutschland besser und das wollen wir ja alle. Wir wollen ja etwas voranbringen und ich glaube, dafür ist es gut und deswegen bin ich auch sehr dafür. Immer. Vielen herzlichen Dank an Sie drei. Vielen Dank, Frau Professor Ritter. Vielen Dank, Frau Bergen. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus, für die spannende Diskussion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und freue mich sehr, dass ich Sie jetzt rübergeleiten darf zur Breakout-Session. Sie dürfen dafür an den Bildschirm sitzen bleiben und nun beim Stump-Twitch zu sehen. Mario Brandenburg, der technologiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion und Katharina Wilkomm, die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, werden nun darüber diskutieren, wie es um die Social-Media-Aktivität der deutschen Politik bestellt ist. Auch da sind Sie herzlich eingeladen, mit zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Runde. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, liebe Sonja Alvarez. Hallo aus dem Stammtwitch im Digitaltag. Wir haben gedacht, wenn wir schon streamen und natürlich auch noch auf Twitch, dann muss auch etwas gespielt werden. Wir werden euch Overcooked auf einem Niveau präsentieren, was wenige bisher gesehen haben. Wir waren selbst erstaunt, wie schlecht man sein kann und wollen das Ganze diskutieren, ein bisschen die Brücke machen von der Gesundheitspolitik hin zum nächsten Panel der Demokratie. Und da sind eben immer öfter Social Media Plattformen. Auch wir sind ja hier auf einer Plattform im Gespräch. Und mit wem könnte ich das besser diskutieren als mit unserer verbraucherschutzpolitischen Sprecherin und meiner Kollegin im Digitalausschuss, die liebe Katharina Wilkomm. Schön, dass du da bist. Hi, ja, ich freue mich auch, heute hier dabei zu sein. Nochmal zu meiner Person, ich bin Katharina Wilkomm, 34 Jahre alt, vom Haus aus Rechtsanwältin, beschäftige mich da eigentlich eher mit Schmied- und Familienrecht und Bau- und Architektenrecht, passt daher aber eigentlich ganz gut, dass ich dann halt Themen wie Verbraucherpolitik, weil es dann halt auch zum Beispiel um Handwerkerverträge geht, etc. pp. Halt auch Mietrecht noch mich gut beschäftige. Ja, seit geraumer Zeit habe ich das große Vergnügen, Mario und Manuel im Digitalausschuss zu unterstützen. Genau so. Ich mache noch eine Statistik und dann fangen wir auch schon an zu spielen. Also nur, dass wir auch mal wissen, warum das so relevant ist, warum alle immer Social Media hoch und runter diskutieren. Wir Deutschen verbringen im Schnitt eine Stunde 20 bei Social Media. Das geht sogar im Vergleich zu anderen Nationen. Und die Hälfte unserer Bevölkerung ist auf Social Media. Aber wenn wir bei den 16- bis 24-Jährigen gucken, dann sind das 90% fast. Und insofern ist das natürlich schon legitim, was das mit der Politik macht. Das besprechen wir auch gleich, aber erst sollten wir mal anfangen zu overgucken und vor allem dann dort auch mal noch schnell unsere Köche oder Köchinnen wählen. So, ich fange mal an hier, muss mal schnell. Ja, da gibt es ganz viele interessante Figuren. Das ist klasse hier. Die Schildkröte. Schildkröte, ich nehme die Schildkröte. Ich glaube, ich bleibe bei dem Husky. Gut. Das erinnert mich an unseren Familienhund. Dann lass uns losgehen. Du bist Host. Dann genau, arbeite du mal im Hintergrund. Ich moderiere ein bisschen im Vordergrund. Also Thema Social Media. Vielleicht zuerst, weil wir machen Sushi, oder? Bei so heißem Wetter ist Sushi sinnvoll. Vielleicht mal zu dir, wie hat sich dein Social-Media-Nutzen überhaupt verändert? Warst du vorher auf allen Plattformen? Ich war da als Informatiker ein bisschen vorgeschädigt. Wurde es mehr, wurde es weniger? Macht es noch Spaß? Gehst du überhaupt noch hin? Es wurde mehr, definitiv. Also ich war vorher eigentlich tatsächlich nur bei Facebook und auch da war es auch irgendwann privater Natur, halt habe ich relativ wenig gepostet.
Hast du Sushi gewählt? Weil irgendwie, ja, ich habe Sushi gewählt. Bin ich der Nichtwähler? Dann lassen wir mal die Zeit ablaufen. Genau, nee, du warst genau. Bei Facebook. Genau, und, aber dann mit der Kandidatur war mir dann auch klar, dass ich dann auch gucken muss, dass ich auch auf den anderen gängigen Social Media Kanälen halt auch vertreten bin, wie dann zum Beispiel Twitter und Instagram. Deswegen bin ich da jetzt halt auch. Also es ist tendenziell eher mehr geworden. Eher mehr, ja, ich muss sagen, bei mir wurde es mehr. Dafür wurde der Spaß dran manchmal ein bisschen weniger, um ehrlich zu sein, weil es natürlich doch schon ein Unterschied ist, ob man da nur hingeht, wenn man irgendwie gerade glücklich ist und ein schönes Urlaubsfoto hat, oder ob man da eigentlich auch irgendwie immer hin muss. So, wir haben Level 1.1 bekommen, das ist sehr gut. Das Spiel hat quasi unser Talent erkannt. So, lass uns mal loslegen. Was machen wir denn? Ach, nur Fisch, das kriegen sogar wir hin. Nur Fisch, ja, das ist ganz einfach. Wir sind jetzt quasi in unserer Rolle sendend, aber wem folgst du denn eigentlich auf Social Media und warum? Hat sich das geändert? Ja, es hat sich definitiv geändert. Vorher war natürlich... Ich mache immer Schrimm, okay? Ich bin der Schrimm-Mann. Ja, ich habe dich gerade weggeschoben. Ja, vorher habe ich auf den, bei Social Media tatsächlich ja nur Freunden gefolgt. Und vielleicht noch den einen oder anderen Nachrichtenportal, sag ich mal, so eine Zeitung oder sowas. Und ja, also jetzt folge ich aber halt auch zum Beispiel den Grünen im Bundestag und anderen, um einfach da zu sehen, dass was macht quasi die politische Konkurrenz. Was passiert außerhalb meiner eigentlichen Blase? Weil ich finde es halt ganz wichtig bei den Social Media, dass halt einfach klar ist, es ist eine private Plattform. Das ist jetzt nicht sowas wie ARD, ZDF, die eigentlich angehalten sind, entsprechend und mehr oder weniger eigentlich neutral zu berichten. Deswegen, ja, also Social Media ist halt... Folgst du Populisten? Also vielleicht noch kurz zum Chat. Ja, genau, das ist Overcooked 2 und dass wir hier unser Trinkgeld zum Brennen kriegen, liegt auch dran, dass sie uns eigentlich hier wirklich das Trottel-Level gegeben haben, also mit einer Komponente. Das können dann sogar Politiker. Ja, aber ich verspreche euch, das wird noch schlechter. Nein, folgst du Populisten? Folgst du Populisten? Weil ich habe mir damit schwer getan, aber es geht ja eigentlich um eine Informationsbeschaffung, aber wenn du dann, also Twitter haben wir noch gar nicht gehabt, wenn ich zum Beispiel, wenn es sonnig ist und es ist ein wirklich schöner Tag und mir geht's gut, dann mache ich Twitter auf und habe schlechte Laune. Aber ich muss ja da quasi hin, also wie hältst du es damit? Weil ich will ja auch wissen, was für ein Mist erzählt wird. Aber wenn du dann eigentlich zu Hause bist, alles ist okay, du machst das Ding auf und bist halt in so einer Mistblase drin, dann schlägt das irgendwie aufs Gemüt. Hast du das auch oder kannst du das irgendwie auseinanderhalten besser? Ja, ich muss schon immer gucken, ne, von dem, was ich da jetzt so krasses lese, von wem kommt das, muss dann halt auch natürlich mir überlegen, ist die Quelle seriös, wie viel Sinn macht das da, also ja, ist die Quelle seriös, muss man ja auch natürlich auch so ein bisschen überlegen, sind da natürlich dann die Fakten entsprechend wirklich so stimmig, wie sie halt dargestellt werden. Also jetzt wirklich bei krassen Themen und halt nicht in dieser Blase zu sein, ja, folge ich ja halt auch anderen, um halt gerade dem vorzubereiten, dass ich mich halt nur in dem Umfeld bewege, was halt politisch gleichgepolt ist, was mir ja nur das sagt, was ich hören möchte. Und das ist halt grundsätzlich die Gefahr halt bei Social Medias, denen sich, glaube ich, immer noch nicht alle tatsächlich bewusst ist. Und deswegen finde ich es halt grundsätzlich auch wichtig, wenn wir da zum Beispiel in NRW das Fachwirtschaft eingeführt haben, wo natürlich aber halt auch durch Verbraucherkompetenzen mit vermittelt werden jetzt an die Jugendlichen. Ich finde es auch gut, dass es jetzt auch Informatik zum Pflichtfach geworden ist in NRW, damit halt auch dann jetzt die heranwachsende Generation auch wirklich verstehen, was verbirgt sich eigentlich hinter dem, was ich da jetzt tue im digitalen Raum. Ja, ich würde eine Frage vom Publikum mit reinnehmen, während wir dann, Moment, du hast noch eine neue
neues Game eröffnen, genau. Ist es für euch als Politiker, Politikerin wichtig, auf Social Media auch als private Person wahrgenommen zu werden? Ich würde mal anfangen und dann interessiert es mich, wie du das siehst. Lass nochmal Sushi machen, wir waren gar nicht so schlecht. Bei mir kommt es da auf den Kanal an, ehrlich gesagt. Also Instagram, finde ich, ist relativ persönlich, da geht das auch. Da sind die Leute auch in Teilen irgendwie anders drauf. Ich finde, bei Twitter zum Beispiel, was ja doch eher immer zugespitzt sein muss und, wenn man ehrlich ist, jeder auch auf irgendwie eine Nennung in der Presse abzielt, da eher weniger, weil ich auch nicht finde, dass das die Crowd da eher interessiert. Twitch zum Beispiel hier, finde ich, ist es schon, weil allein damit, was man zockt und wie man redet, ist es wieder privater. Also ich würde sagen, es ist nicht, weil ich Politiker bin, ich glaube, das kommt aufs Medium drauf an und man kann da, glaube ich, auch schlecht gegen das Medium ankämpfen. Oder siehst du das irgendwie anders? Ja, ich bin da eigentlich gar nicht so weit entfernt von dieser Meinung. So, was haben wir denn jetzt? Ich bespiele halt auch die Kanäle halt unterschiedlich, weil sie halt doch auch unterschiedliches Publikum halt ansprechen. Ne? Also Instagram zum Beispiel ist bei mir halt auch eher privater Natur. Soll ich immer Reis machen? Kurze Zwischenfrage, soll ich dein Reisboy sein? Hier, guck mal, ich koche. Ja, ich habe auch schon Reis bekommen. Ich koche und guck, dass nicht anbrennt, du servierst. Genau. Glaubst du eigentlich, dass, weil wir gerade bei privater Nutzung waren, wir hatten mal eine Folge gemacht zu digitaler Gewalt, was ja doch offensichtlich oder nicht offensichtlich, auch statistisch wesentlich mehr Frauen betrifft. Hat sich das verändert? Also die quasi Beleidigung oder Anfeindung im Internet, seit du Politikerin bist? Wir sind beide in der ersten WP, also dürfen wir noch mitbekommen, was sich in unserem Leben ändert, um es mal galant auszudrücken. Konntest du das entdecken? Ja, es hat sich geändert, klar, weil vorher war ich ja halt nur mit meinen Freunden sozusagen connected und jetzt freuen wir natürlich auch ganz viele Fremde und gerade jetzt so bei dem Thema, als wir den Antrag gestellt hatten mit Streichung des Paragraphen 218 StGB, da habe ich auch einige unschöne Nachrichten bekommen von Menschen, die mich dann beleidigt haben und mich beschimpft haben, also nach dem Motto, ich soll mir das nicht vorstellen, wie es wäre, wenn meine Mutter mich abgetrieben hätte. Daher. Und wie geht man damit um? Also glaubst du, dass es mehr wird? Weil ich meine, politisches oder Marketing und Placing funktioniert natürlich über Emotionen, leider okay, positiv sowie negativ. Nein, wenn wir schon mal was fertig kriegen, sollte es auch eine Bestellung sein. Ja, es wird schon deutlich schlechter. Also das ist ja auch, wie gesagt, negative Dinge werden halt leichter wahrgenommen. Glaubst du, dass das mehr wird? Jetzt mal Beispiel, Donald Trump hat es, glaube ich, perfektioniert, ne, durch einen negativen Touch da zu werden. Also erkennst du, dass Social Media rauer wird oder glaubst du, das ist so eine politische Erzählung, beziehungsweise das unterscheidet sich stark nach den Blasen, in denen du bist? Ich gehe mal spüren. Du bist spülen, guck mal hier, da kriegst du noch mehr Geschirr. Ja, aber irgendwie wieder gerade nicht spülen. So, ja, es ist halt, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein Huhn-Ei-Problem. Ne? Was war zuerst da? Die Social Medias, die uns da halt in so einer Filterblase gepackt hat und sich da halt dadurch unsere Wahrnehmung, sag ich mal, einseitig entwickelt hat und sich dadurch dann halt Diskussionen eher schwer tun, weil man das Gefühl hat, man fehlt auch Reis, ne? Ja, ich weiß, dafür, dass ich groß angekündigt habe, dass ich hier der Reiskocher bin. War es so semi-gut. Ich habe gehofft, du merkst es nicht. Ja, genau. Und dann die Frage. Das hat er übrigens auch keiner bestellt. Küche brennt. Sehr schön. Es wird schon, ne, man sieht es, es ist schon deutlich schlechter. Wie gesagt, befeuert jetzt die Social Media dieses sich weiterhin radikalisieren, dieser Wahrnehmung, meine Meinung ist das einzig Wahre.
Wodurch dann der Diskurs ja deutlich schwerer fällt, wenn jeder davon überzeugt ist, nur das, was ich sehe, tue, mache, ist die absolute Wahrheit und alles andere halt nicht. Wird es halt schwierig und das, ich glaube, das ist halt so eine gewisse Spirale. Und wenn wir halt den Leuten nicht verklickern können, dass in den Social Medias, das ist halt jetzt nicht so was wie ein Lexikon, wo ich halt die Sachen nachschlage, was dann halt tatsächlich dann auch der Wahrheit entspricht. Kurze Zwischenfrage, weil der Chat hier die wirklich wichtige Frage des Lebens klärt. Hast du einen Ventilator? Weil bei manchen rauschst du, bei manchen nicht. Wobei das natürlich auch auf die Zuschauer einen Rückschluss hält, wenn es bei manchen rauscht und manchen nicht. Nein, Spaß, aber hast du irgendein Nebengeräusch zufällig irgendwie? Nee, ich sitze hier in einem absolut stillen Raum. Ich habe keinen Ventilator, deswegen habe ich auch so ein T-Shirt an, weil es ist echt warm hier. Wir haben uns einen guten Tag rausgesucht, ne, für den Digitaltag. Ich sitze ja auch kuschelig warm an der Stelle. So, ja, aber seit 2017 können wir ja in der FDP ja weißes T-Shirt tragen. Das stimmt. Das hat der Chef vorgemacht. Bin gespannt, ob es bei der nächsten Kampagne wieder so wird. Aber nochmal zurück zum Thema. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass, glaube ich, im asiatischen Raum, genau in Thailand, sind die Menschen im Schnitt 4 Stunden oder so in sozialen Medien. Deswegen habe ich zu Beginn gesagt, dass die Stunde 20 gar nicht mal so viel ist und man hat nicht die Presselage wie wir. Also es wird ja oft irgendwie auf Print geschimpft oder sich drüber lächerlich gemacht, dass wir das alles nicht mehr brauchen. Trotzdem ist natürlich die Möglichkeit, sich ordentlich zu informieren, für uns mit renommierten Zeitungen einfacher. Deswegen glaubst du erstens, dass die ganze Diskussion rund um die Macht von Social Media, Trump und sonstiges bei uns überhaupt so stark ist? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, die hebe ich mir auf danach, weil es eine technische ist. Also, so nochmal Sushi oder sollen wir irgendwie was anderes machen? Ich habe schon Sushi ausgewählt. Was? Schon? Ja, ich mache mal Weihnachten, ne, für eine Abkühlung. So, guck mal, okay, da gewinnt. Ja, jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Wie du es in Deutschland einschätzt. Genau, weil ich glaube, die ist bei uns gar nicht mal so hoch, wie es oft getan wird. Ja, aber wie gesagt, da bist ja du die Verbraucherschützerin und ich nur der Informatiker. Das hat aber, glaube ich, wirklich was mit Verbraucherschutz zu tun an der Stelle. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass die politischen Ränder, dass das da eine große Rolle spielt. Also sehen wir zum Beispiel jetzt alleine bei dieser Querdenker-Szene, was da ist schon wieder runtergefallen. Lass ich mich ablenken, ich war ja erstmal abkühlen. Ja, und also das spielt da schon eine große Rolle. Und Social Medias an sich müssten sich halt auch ihrer Verantwortung auch an der Stelle schon bewusst sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich das Level in keinster Weise check. Was sind denn das überhaupt für Dinge hier? Was ist denn das Plätzchen? Plätzchen hacken. Okay. Gut. Ich schneide das Spiel auch nicht. Ich habe also, wie man der geneigte Zuschauer wird merken, dass ich dieses Level noch nie gespielt habe, deswegen auch, wo kommen denn Plätzchen hin? Boah, ist das schlecht. In so eine Schüssel. Nee, eine andere Frage, weil wir sind ja auch quasi die Digitalos der Fraktion. Glaubst du, dass die Macht von diesen Plattformen, mir kommt es manchmal so vor, dass es politisch ein bisschen reaktionär ist, weil ich glaube, dass die in Teilen selbst zugrunde gehen. Also kein Mensch spricht mehr über MySpace oder irgendwelche StudiVZs oder so. Und auch Facebook ist durchaus am kleiner werden und am älter werden. Deswegen bin ich mir gar nicht mal sicher, dass nicht die Zeit auch Teile dieser Plattform einfach regelt. Zwar natürlich nicht den Konzern, nicht über Marktmacht, ne, da auch Instagram quasi jetzt alles zu Facebook gehört. Aber ich finde, der Ton zum Beispiel bei Instagram ist ein wesentlich anderer. Also ist Politik da in teilweise reaktionär aus deiner Sicht? Also ist es ein bisschen zu viel oder ist es gerade richtig? Ups. Du hörst dich immer runterfallen. Ich habe deine Frage ehrlich gesagt nicht verstanden. Es ist auch nicht schlimm, der Chat hat mich schon entlarvt, dass ich erbärmlich schlecht bin in diesem Level. Ja, ich hätte gehofft,
dass ich es irgendwie 3 Minuten verheimlichen kann. Aber ich bin jetzt gerade auch abgesagt. Die Frage war, ob das wirklich alles politisch gemacht werden muss oder ob so Plattformen sich einfach auch überdauern, weil die Leute nicht mehr hingehen. Also ich denke, man versucht ja jetzt ja irgendwie politisch ja zu regeln mit diesem NetzDG. Das haben wir ja. Nein. Das war jetzt aber gemein. Zu Recht ja auch kritisiert, weil wenn halt Straftaten im digitalen Raum passieren, das ist dann nicht derjenige, der das zur Verfügung stellt, dann dafür verantwortlich, dazu gucken, dass das verfolgt wird. Wenn ihm das natürlich auffällt, muss man schon halt gucken, dass man das entsprechend meldet. Würde ich schon an der Stelle behaupten, das muss ich eigentlich zu machen. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass wir bei minus 60 stehen. Also ein sehr großer Anteil daran liegt an mir. Aber wir sollten wenigstens dieses Internet schauen. Eier und Mehl habe ich da jetzt. Ja, wo war ich dran? So, den Backofen muss das jetzt noch, ne? So, zack. So, im Chat vielleicht braucht man gar keine Regeln für digitale Plattformen, da es sich durch Moral der Nutzer selbst regeln wird. Wishful Thinking, oder glaube ich, an der Stelle. Das wäre natürlich super, aber mindestens mal deren Community Guidelines brauchst du. Du hast ja auch in jedem Club quasi irgendwelche Hausregeln oder sonstiges. Und natürlich, ich würde mal sagen, also für Straftaten und wirklich Beleidigung, alles, was in der realen Welt auch illegal ist, das musst du melden können. Nur, wie gesagt, wir haben es ja bei Trump gesehen, wenn du die zu viel regeln lässt, Plattform und Rechtsetzung quasi outsourst, dann kommt denen schon eine komische Rolle zu, nämlich dass dann ein Privatunternehmen den Präsidenten zensiert, egal ob der jetzt mehr als grenzwertig war. Das kann eigentlich auch nicht der Wunsch von freiheitlichen Demokratien sein, ne? Nur weil man es selbst dann nicht besser hinbekommt. So haben wir, wo ist denn jetzt dieses... Sieht man eigentlich, ab wann dieses Teil abstürzt? Weil ich da jedes Mal reinfahre. Ich weiß auch gar nicht, was ich irgendwas jetzt hier alles richtig mache. Ja, ist egal, Spiel ist vorbei. Social Media sollten schon gucken, dass sie halt dieses Konzept der Blase, dieses weiteren, immer weiter nur radikalisieren, dieses einseitige, vielleicht nicht noch extra befeuern mit ihren Algorithmen. Ne? Also. Ich finde, das ist der Teil, den wir jetzt rausschneiden übrigens, diese minus 5. Ne? Sollen wir mal die Wahrheit erzählen, dass wir mal im Probelauf viel schlechter waren? Minus 5 ist ja schon fast erfolgreich. Dann lass mal gucken, ob wir noch eins hinkriegen, weil wir dann ansonsten... wobei, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ne? Wir sind ja 30 schon draußen. Ja, deswegen, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Ansonsten darf uns natürlich die Regie killen. Da kam auch nochmal der schöne Hinweis, als du zum Beispiel als WhatsApp beim Datenschutz ändern wollte, sind einige zu anderen Plattformen gegangen. Stimmt, und das war, also ich habe es vorhin auf Technologie geschoben, aber natürlich hat die meiste Marktmacht, ob wir das wollen oder nicht, der Kunde und der Verbraucher, und das sind wir. Also ich erlebe das auch. Bin nur bei WhatsApp, weil ich als Politiker dahin musste, weil im Wahlkampf da alle sind. Ich hatte es vorher nicht und wäre da auch als Privatmensch nicht. Und arbeite stark daran, jeden in einen anderen Messenger zu ziehen, um dann da auch zu wechseln. Weil ich es ganz einfach nicht möchte. Ich habe 6 verschiedene Messenger mittlerweile auf dem Handy. Ja. Genau, das ist dann halt das Ergebnis, aber trotzdem, wenn wir das schon nicht tun als Digitalpolitiker, dann können wir es auch nicht von anderen Menschen verlangen. Ja, aber deswegen fordern wir ja zum Beispiel eine Interoperabilität dieser verschiedenen Messenger. So, lass uns nochmal loslegen. Vielleicht kriegen wir nochmal 3 Sushis gekocht, damit wir nicht mit einem erbärmlichen minus 5 hier in die Overcooked-Geschichte des Digitaltags eingehen. Ja, also man muss halt die richtige Balance immer finden zwischen Pflichten von Unternehmen, aber auch halt natürlich einer gewissen Pflicht auch von den Verbrauchern. Also der Staat kann den Verbraucher nicht vor allem und jedem schützen, dann wäre nämlich auch ein selbstbestimmtes Leben überhaupt gar nicht mehr möglich, wenn mir der Staat alles vorkauft. Deswegen
muss natürlich auch der Verbraucher in dem Fall natürlich auch sich klar sein, wenn ich halt irgendwo in dem agiere, habe ich. So, ich laufe für dich, okay? Ich renne hier rum und spüle und hole muss Dinge. Muss ich natürlich auch gewisse Dinge mir aneignen. Dankeschön. So. Kann ich dann nicht alleine mit dem Plan, der Staat muss irgendwas anfangen zu regulieren, weil ich unfähig bin, damit umzugehen. Was haben wir denn? Gurke, hack mal Fisch. Wir haben den haben wir jetzt erstmal weggeschmissen. Ja, das ist auch schön. Dann, ja. Ja. Oder ich, also, ich kann ja gesagt, auch so. Ne? Ja. Ja, schön. So, dann haben wir das mit dem Fisch geklärt. Ah, mit dem Fisch geklärt. So, zack, guck mal. Jetzt läuft's. reiß ich bitte zusammen, wir haben Zuschauer. So, dass wir wenigstens nicht mit Minus aus dieser Veranstaltung rausgehen. Gurke, was kommt da noch drauf? Fisch. Naja, genau, da haben Fisch. Also, ne, auch Augen auf dem Straßenverkehr hier, ganz wichtig, ne, auch in der Straßenverkehr-Teilnehmer, wo die Verbraucher so. Muss ich halt Fisch an den Höhen. Genau, dieses Ding da unten nicht anfummeln, das wird, oder das genau, willst du es wegfragen, möchtest du? Nee, komm, dann mach's ich. Also, wir sollten hier dieses Teil wenigstens im Plus, beenden. Wie hältst du es mit Wahlkampf und Social Media und dem ach so bösen Micro-Targeting? Also quasi das direkte Ansprechen von Zielgruppen, das ja im Prinzip in Deutschland einen schlechten Ruf hat, aber natürlich wir als Politiker ja die Nutzer von sowas sind. Und ich finde es, also wenn es normale Nachrichten sind, ehrlich gesagt auch nicht verwerflich, gerade wenn ich jetzt beispielsweise in Rheinland-Pfalz, wo ich lebe, Werbung machen möchte, dann auch zu Micro-Targeting. Also nutzt du Micro-Targeting in der Werbung oder lässt du es? Ich habe tatsächlich noch keine Werbung gemacht. Ah. Wo sind eigentlich Teller hin? So. Ach, du hast die gerade gewaschen. Ich habe die gerade gewaschen. Und da unsere Zeit zu Ende geht und wir ja auch nicht die anderen Panels zu sehr in Mitleidenschaft ziehen wollen, hier mit unserem leider wieder mehr als durchschnittlichen Gekoche, um es mal so zu sagen. Also wir haben für den nächsten Digitaltag dann bei Overcooked 3 Zeit aufzuholen. Ich bedanke mich mal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und übergebe dann auch wieder an die liebe Sonja Alvarez und komme dann zum Schluss auch nochmal ins Bild und wünsche euch und Ihnen noch viel Spaß beim Digitaltag. Wir sind im Plus, so besser wird es nicht mehr. Hier ist Sonja Alvarez. Wir gehen zurück ins Studio mit mäßigem Erfolg. Ja, vielen Dank. Ob jetzt Pech im Spiel automatisch Glück im Wahlkampf bedeutet, das glaube ich nicht. Aber genau darum soll es jetzt auch gehen, darüber, worüber Sie gerade schon gesprochen haben. Deswegen haben wir jetzt ein perfektes Anschlusspanel. Es geht um Datendigitalisierung und Demokratie und die Frage, wie sich eben die Digitalisierung auswirkt auf Gesellschaft und Politik. Und ich habe drei tolle Panel-Teilnehmer bei mir. Ich darf begrüßen Professor Dr. Markus Linden, der sich als Politikwissenschaftler an der Universität Trier mit Theorie und Empirie der Demokratie, politischer Repräsentation und Partizipation beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, des Weiteren darf ich begrüßen Dr. Felix Kolb, der die Kampagnenorganisation Campact mitgegründet hat. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und Manuel Höferlin, er ist digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion und Vorsitzender des Digitalausschusses. Hallo zusammen. In dieser Runde. Sehr schön, dass Sie da sind. Wir werden sicherlich einiges aufgreifen von dem, worüber gerade schon gesprochen wurde. Ich würde gerne mit Ihnen starten, Herr Linden. Und zwar sind es exakt heute auf den Tag 100 Tage bis zur Bundestagswahl. Werden wir dieses Mal einen Wahlkampf erleben, der so digital ist wie nie zuvor? Ja, das schon, weil die Digitalisierung schreitet voran. Im Endeffekt konnten wir schon bei dem letzten bundesweiten Wahlkampf, nämlich dem Europawahlkampf 2019, ein digitales Phänomen beobachten, nämlich dass die CDU kurzfristig auf eine über Social Media gestartete Aktion des YouTubers Rezo ein bisschen
schlecht beziehungsweise zu langsam reagiert hat und unsouverän reagiert hat. Und das hat den Wahlkampf schon etwas beeinflusst. Dass der Wahlkampf so digitalisiert wird, heißt aber nicht, dass das ein rein digitalisierter Wahlkampf wird. Das ist oft ein Missverständnis, dem man in der Öffentlichkeit so ein bisschen aufgesessen ist. Es gibt auch ganz klassische Formen des Wahlkampfs, die weiterhin ausgesprochen relevant sein werden. Nun war Rezo gerade in diesen Tagen auch wieder Thema, ob jetzt ein zweites Rezo-Gate droht und wem, das wissen wir natürlich nicht. Aber Herr Linden, ist es denn eine Chance für die Parteien, wenn der Wahlkampf jetzt digitaler wird? Oder wartet eben auch oder ein gewisses Risiko dann auf das oder eine Veränderung, auf die dann noch stärker eingegangen werden müsste? Nun, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also an der Reaktion der CDU hat man gesehen, dass diese Partei auf diese, man muss schon sagen, Kampagne damals von Rezo überhaupt nicht vorbereitet war und recht unsouverän bzw. zu langsam reagiert hat. Es ist eine schnelle Reaktion gefragt, aber diese Reaktion darf nicht rein digital erfolgen oder nur auf die Mechanismen des Digitalen eingehen, sondern man muss seine Grundwerte als Partei verteidigen. Und wenn Rezo die CDU angreift mit den Worten Zerstörung der CDU, diese Partei kann man nicht wählen, dann muss man aus CDU-Perspektive das Demokratieverständnis dieser Person vielleicht etwas in Frage stellen. Denn es handelt sich bei der CDU, ob man sie mag oder nicht, um eine demokratische Partei. Und man hat dann versucht, erstmal digital drauf zu reagieren. Man wusste nicht, welches Format, aber im Endeffekt vermischt sich hier dieses digitale Format mit dem Inhalt. Und man muss einfach inhaltlich fit sein, um auf sowas schnell reagieren zu können. Na, da sind Sie doch gleich angesprochen, Herr Höferlin. Fürchten Sie, dass das nächste Rezo-Gate Sie treffen könnte? Ich glaube nicht, dass wir uns fürchten müssen. Völlig zu Recht gesagt, es geht letztlich am Ende um die Inhalte. Und hier wurde lange überlegt, in welcher Form man antwortet. Die Freien Demokraten sind schon lange eine Partei, die nicht nur die Digitalisierung und die digitale Transformation positiv in ihrem eigenen Prozess begleitet haben, das politisch fordern, sondern es auch umsetzen, sowohl in der inneren Organisation der Fraktion als auch der Partei. Von daher würden sich manche technischen Fragen eben nicht stellen. Wir würden so etwas nicht mit einem Fax beantworten. Und natürlich brauchen wir da uns, glaube ich, auch nicht zu fürchten. Und außerdem, um das vielleicht auch zu erwähnen, ich finde diese Auseinandersetzung ja erfrischend. Also wenn man mal überlegt, wie lange die Wege zur Kommunikation mit politischen Entscheidungsträgern noch vor einigen Jahren, gar vor Jahrzehnten waren, welche Unterschiede im gefühlten Verständnis und Kommunikationsebene da waren und welche Wege man gehen musste, um über ein Vorzimmer an einen Politiker zu kommen und wie leicht das heute ist, finde ich das erfrischend für die Demokratie und für die Auseinandersetzung. Und darum geht es ja schließlich in der Demokratie, um die inhaltliche Auseinandersetzung. Aber wenn Sie jetzt eben auf die nächsten 100 Tage dann auch tatsächlich blicken, wie anders müssen Sie sich aufstellen? Es ist dann eine größere Herausforderung, dann auch womöglich eben schneller reagieren zu müssen. Weil wenn über Social Media beispielsweise zu lange dann ein Tweet liegen bleibt, sich dann ein Shitstorm dann aufbauen könnte. Ja, das ist die Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Nochmal, als Freie Demokraten haben wir das schon hinter uns, weil wir die digitale Transformation intern sehr stark vorangetrieben haben. Aber es wird eine Herausforderung sein, weil natürlich auch immer mehr Personen diesen Kommunikationsweg an Parteien, an politische Entscheidungsträger heranführen und auch im politischen Wahlkampf vor Wahlen, vor auch so wichtigen Wahlen wie jetzt in 100 Tagen, natürlich die Auseinandersetzung zugespitzt geführt wird. Aber es ist auch eine Riesenchance zu sehen, wer hat denn eine Meinung und eine Haltung. Weil wenn ich eine Meinung und eine Haltung habe, wenn ich ein Wahlprogramm habe, in dem die Dinge stehen, die man möchte und die man nicht möchte, kann man ja eigentlich auch schnell antworten. Und ich glaube eher, dass die politischen Kräfte, die politischen Parteien in Deutschland ein Problem haben, die erstmal überlegen müssen, für was sie eigentlich stehen. Es gibt ja immer noch Parteien, die haben noch kein fertiges Wahlprogramm. Und deswegen ist es klug, sich dahingehend zu äußern, wie man zu etwas steht. Das kann man schnell machen. Dafür sind wir gut vorbereitet. Also ich freue mich wahnsinnig auf den Wahlkampf. Er ist ja eigentlich schon am Laufen und es wird mit Sicherheit sehr spannend dieses Mal. Und es ist übrigens klar, dass er immer digitaler wird. Ich prognostiziere, in 4 Jahren werden wir den digitalsten Wahlkampf jeder Zeiten haben und in 8 Jahren auch. Sehr gut. Also keine Rückschritte, aber eben Daten werden natürlich auch zunehmend genutzt, auch zu Wahlkampfzwecken. Aber wie sie da missbraucht werden können, das ist uns allen ja sicherlich noch recht präsent mit dem Skandal um Cambridge Analytica. Und auch jüngst jetzt im Januar
beim Sturm aufs Kapitol gingen ja Hass- und Hetzkampagnen auf den sozialen Medien wie Facebook voraus. Und das Twitter- und Facebook-Konto des US-Präsidenten ist ja immer noch gesperrt. Kann und muss etwas aus diesen Vorfällen für Deutschland gelernt werden, Herr Linden? Nun, diese Vorfälle rund um Donald Trump zeigen eigentlich zwei Grundtendenzen. Die eine ist eher eine allgemeine Grundtendenz, dass wir es mittlerweile wieder mit einer grundsätzlichen Auseinandersetzung in der politischen Öffentlichkeit zu tun haben, nämlich eine Auseinandersetzung zwischen Vertretern des demokratischen Spektrums und Vertreter autokratischer oder diktatorischer Politikkonzepte, die von Gewaltenteilung wenig halten. Und ein solcher Vertreter ist Donald Trump. Das ist ein Autokrat mit faschistoiden, stark faschistoiden Zügen. Dazu gehören auch, kann man mal sagen, Regierungen in Europa, wie wir sie zum Beispiel in Polen oder in Ungarn haben. Auf der anderen Seite haben wir durch das Internet verstärkt eine Verfahrensweise politischer Kommunikation, die die intermediären Institutionen sehr unter Druck setzt. Nämlich eben durch das, was Herr Höferlin eben angesprochen hat, durch die Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen Politikern und ihren Wählerinnen und Wählern. Das hat Donald Trump genutzt, um die Partei, die Republikaner, vor sich herzutreiben bzw. hinter sich zu scharen. Und das ist jetzt eine Partei, die sich weiterhin einem rechtsradikalen Agitator ausliefert. Und das ist die Gefahr, die darin besteht, wenn man nur auf diese direkte Kommunikation setzt und dabei die intermediären Institutionen, nämlich die Parteien und die Parlamente, außer Acht lässt. Das ist sozusagen eben das Beispiel aus den USA gewesen, aber wovor Deutschland natürlich dann auch nicht gefeit ist, sind die Gefahren, die eben von Deepfakes und Fake-News-Kampagnen ausgehen in der politischen Kommunikation. Herr Höferlin, wie gut ist Deutschland dafür aufgestellt, um das zu verhindern? Also müsste man erstmal diejenigen fragen, die Deutschland sozusagen politisch führen, die Bundesregierung. Ich habe das mal gemacht vor 2 Jahren und habe das Thema Deepfakes in einer kleinen Anfrage gestellt. Und die Antwort war erschreckend damals. Und ich befürchte, auch heute ist die politische Implikation von Deepfakes noch nicht wirklich in der Bundesregierung erkannt. Und wenn man vor 2 Jahren nicht wusste, wie man damit umgeht, glaube ich, ist auch die Folgen daraus noch nicht wirklich erkannt. Es ist eine große Gefahr, weil letztlich auch Forschung noch hinterherhinkt im Erkennen von diesen Deepfakes. Bei dem Deepfake wird ja eine Meinungsäußerung, ein Video, ein Bild, aber auch inzwischen Texte so manipuliert, dass man glaubt, es sei ein Original. Man kann jemanden einen Satz unterschieben. Das funktioniert inzwischen schon ziemlich gut. Und selbst wenn man es erkennen kann, wenn man es erst sehr spät erkennt, das haben Sie ja richtig vorhin schon gesagt, könnte eine Welle der Empörung über die sozialen Netze lostreten, die man kaum aufhalten kann. Auch hier wird es nicht darum gehen, wie man Deepfakes verhindern kann, sondern wie man sie gut erkennen kann und wie man als Gesellschaft, als Politik, als Akteure darin auch resilient reagiert. Also wie schnell und wie gut kann ich reagieren, wenn ich so etwas sehe, um zu verhindern, dass aufgrund einer falschen Tatsachenbehauptung zum Beispiel eine Welle der Empörung über soziale Netze voranschreitet. Das ist eine große Aufgabe. Da müssen politische Akteure des demokratischen Spektrums auch mit zusammenarbeiten, weil für so einen schmutzigen Wahlkampf hat auch die meisten Parteien kein Interesse, keine Lust. Ich finde, es widerspricht auch meinem ganz grundlegenden Demokratieverständnis in der Auseinandersetzung des politischen Inhalts. Und darüber hinaus sind Deepfakes natürlich auch gefährlich, weil sie in die Gesellschaft hineinwirken können, wenn man gesellschaftspolitische Fragen da wirft, die völlig im falschen Kontext gestellt werden, könnte natürlich Empörungen und auch mehr noch entstehen. Deswegen ist es eine Aufgabe, da möglichst schnell zu reagieren und es ist auch Aufgabe von Presse und Journalisten, darauf dann schnell in der Öffentlichkeit zu reagieren, wenn klar ist, dass es ein Deepfake ist und keine echte Meinungsäußerung. Mhm. Gut, das waren jetzt eher die negativen Folgen und die Möglichkeiten des Missbrauchs, die wir jetzt angesprochen haben. Herr Kolb, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie Datennutzung und Mobilisierung eben genutzt werden können, positiv genutzt werden können, um Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zu fördern. Sie haben ja die Plattform openpetition.eu gegründet und ich würde gerne von Ihnen wissen, bedeutet denn mehr Plattform automatisch mehr Partizipation? Ja, erstmal herzlichen Dank für die
Einladung auch zu dem Panel und zum Digitaltag hat mich sehr gefreut. Ich will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe Campaign.de mitgegründet, aber nicht Open Petition. Also Campaign war in Open Petition zwar beteiligt, aber ich bin nicht der Gründer. Das nur zur Klarstellung. Und es ist völlig richtig, dass das Internet auch wirklich großartige Möglichkeiten der Partizipation öffnet. Vor allen Dingen für Menschen, die, sage ich mal, sich jetzt einsetzen für Themen wie Umweltschutz, aber auch Datenschutz, also, sage ich mal, für schwache Interessen, wo klar ist, ich habe da jetzt keinen persönlichen großen Vorteil davon, aber die Gesellschaft schon. Und das Digitale ermöglicht es jetzt, Menschen, sag ich mal, zu bündeln und zu finden. Das heißt, wenn ich meinetwegen auf unserer Petitionsplattform wie eine Petition starte, vielleicht zu einem Thema, was nicht die Schlagzeilen beherrscht, ich nehme mal das Beispiel Abbiegeassistenten für LKWs, es kommt regelmäßig vor, dass Radfahrerinnen überfahren werden, weil sie im toten Winkel von LKWs sind. Mit einer relativ einfachen Aufrüstung wäre das zu verhindern. Und wenn ich jetzt persönlich sozusagen in der Stadt irgendwie jemanden kenne, der da irgendwie Opfer wird, dann bin ich ja erstmal irgendwie hilflos. Und dank des Internets kann ich dann eine Petition starten und über soziale Medien kann die sich verbreiten und ich kann Mitstreiterinnen überall finden, die mit mir gemeinsam dann für politische Veränderungen streiten. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der wirklich die Kosten, also die Transaktionskosten für ganz einfache Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen, massiv gesenkt hat. Und das ist ja auf jeden Fall eine große Errungenschaft. Aber droht denn nicht sozusagen eine Art Clicktivism? Ich klicke und bin quasi schon engagiert und dadurch wird dann das echte Engagement minimiert? Das ist eine total gute und auch berechtigte Frage. Da gibt es, muss man einfach sagen, riesengroße Unterschiede. Also ich würde zum Beispiel sagen, die Bundestagspetitionsplattform, das ist Clicktivismus. Da sozusagen unterzeichne ich einmal und gibt danach alles in die Hände des Petitionsausschusses und muss dann darauf vertrauen, dass die was mitmachen. Bei Organisationen wie uns ist es so, dass die Petition der Anfang von Engagement ist, der erste Schritt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass viele Bürgerinnen und Bürger einfach, sag ich mal, Zerrbilder von Demokratie haben, die glauben, dass Politik, Politikerinnen eh tun und machen, was sie wollen. Die sozusagen sind da erstaunlich oder schockierend, sage ich mal, frustriert. Und Petitionen sind so ein Angebot, so der kleine Finger zu sagen, es kostet ja nicht so viel Zeit und Aufwand, mach doch mal mit. Und wenn dann die Leute bei uns eine Petition unterzeichnet haben, dann kriegen sie weitergehende Angebote. Einladungen zu Demonstrationen, Einladungen zu einem Webinar, Einladung zum Beispiel Streitgespräch mit einem Abgeordneten. Das heißt, wir begreifen das Ganze sozusagen so als eine Art Journey. Menschen, die von der Politik frustriert sind, die vielleicht teilweise auch wirklich populistische Ansichten haben, die wieder ranzuführen an Politik und ihnen zu vermitteln, dass wenn sich Menschen dauerhaft ernsthaft engagieren, dass dann Politik reagiert. Das heißt ja nicht, dass ich erwarten kann, dass immer genau das passiert, was ich jetzt irgendwie ich denke, sondern Politik, das wissen wir alle, ist ja eine Suche nach Kompromissen, nach Aushandlungen, nach Mehrheiten. Und das ist sozusagen eine Sache, wo aus meiner Sicht gut gemacht Petitionen ein tolles Tool sind für mehr, aber schlecht gemacht, wie in diesen Bundestagspetitionen, ist es wirklich Klicktivismus. Herr Höferlin, sind die Bundestagspetitionen schlecht gemacht? Ist das Klicktivismus? Es gibt Klicktivismus überall. Ehrlich gesagt, ich kann das ja mal gerne auch zurückspiegeln. Also wenn ich eine E-Mail bekomme von einem Bürger, einer Bürgerin, in der sehr intensiv auf mich zugegangen wird, dann kann man davon ausgehen, dass mir die vorgelegt wird, auch wenn sie im Hauptpostfach des Abgeordneten landet und nicht bei mir direkt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich Kampagnen beispielsweise vom Kampakt sehe, wo dann in einer Stunde irgendwie 200 E-Mails eingehen und das ist die Standard-E-Mail mit verschiedenen Absendern, dann hat natürlich das einen anderen, nicht unbedingt besseren Eindruck bei mir, sondern meine Mitarbeiter bauen dann einen E-Mail-Filter und sagen mir am Ende dann, es sind 250 oder 300 oder 50 E-Mails eingegangen. Ich finde, wenn man das als Zugang zur Beteiligung nimmt, so wie das gerade erklärt wurde, finde ich, das ist das legitim. Ich kann nur sagen, aus eigener Innenerfahrung sozusagen, effizient
ist es, wenn man direkt mit dem Abgeordneten Kontakt aufnimmt. Das ist allerdings auch mehr Arbeit, auch für den Einzelnen. Wenn aber viele Menschen eine kurze Nachricht hinterlassen, wir sind nicht nur als Digitalpolitiker, sondern alle inzwischen irgendwie über soziale Netze erreichbar. Mario Brandenburg hat gerade über WhatsApp gesprochen, direkt davor. Selbst ich, der das nicht benutzt, ist inzwischen auf einem zweiten Gerät für den politischen Bereich. Also wir sind erreichbar, oder anders gesagt, die meisten Politiker sind erreichbar, irgendwie direkt. Und wenn man eine persönliche Nachricht mit persönlichen Punkten findet, hinterlässt es deutlich mehr Eindruck. Und im Gegensatz zu früher kann man natürlich viel mehr seine Interessen äußern. Zu den Petitionen, die haben ihre Berechtigung. Wir haben ja Vorschläge gemacht, auch als FDP, wie noch stärker im Bürger über Petitionswesen vielleicht auch Themen im Bundestag setzen können. Da gab es eine Idee der Freien Demokraten schon Jahre, so eine Bürgerstunde ein paar Mal im Jahr zu machen. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel Luft nach oben zwischen der rein repräsentativen Demokratie, wo man alle 4 Jahre wählen geht, wo wir ja schon längst nicht mehr sind, und einer komplett direkten Demokratie, die vielleicht auch nicht immer das Optimum ist. Es gibt vieles dazwischen und ich bin froh, dass es viele Akteure, auch Campact, gibt, die sich Mühe geben, dort Bürger, Bürgerinnen dazu zu kriegen, sich wirklich einzumischen, weil dadurch lebt auch letztlich Politik und Gesellschaft. Ich meine, Sie haben das jetzt angesprochen, dass Sie quasi jederzeit erreichbar sind, aber für manche Bürgerinnen und Bürger ist dann vielleicht dann die Hürde zu groß oder das, was auch gerade angesprochen wurde von Herrn Kolb, dass dann der Frust womöglich schon zu groß ist, nach dem Motto, womöglich passiert gar nichts, dann können solche Plattformen ja einen Zugang sein, um diese Menschen dann auch wieder zu erreichen. Als neutrale Stelle, Herr Linden, wie würden Sie das beurteilen? Nun, ich würde Herrn Kolb erstmal etwas widersprechen wollen, weil Herr Kolb hat hier eine falsche Gegenüberstellung gemacht. Herr Kolb hat gesagt, Petitionen bei Bundestag nützen nichts und bei uns sind sie toll. Und das halte ich doch für eine ziemliche, ich würde schon sagen, Anmaßung, weil der Deutsche Bundestag ja im Endeffekt das Original ist. Also die Petitionsplattform des Deutschen Bundestags führt seit 2005 die öffentliche Petition durch mit öffentlichen Anhörungen. Und das ist durchaus auch aus wissenschaftlicher Perspektive ein Erfolgsmodell für den Deutschen Bundestag. Da ist nicht alles toll. Und da habe ich auch schon viel dran kritisiert, zum Beispiel wenn Strohmann-Petitionen platziert werden durch Apothekerverbände. Das ist passiert in der letzten Legislaturperiode. Aber im Endeffekt sehe ich nicht, warum Campact sich in eine solche Oppositionsrolle gegenüber dem Parlament setzt, weil das ja doch Akteure sind, die durchaus auch gleichberechtigt beteiligt sind am politischen Prozess. Und Campact, das darf man nicht vergessen, ist ein Unternehmen. Und es geht diesem Unternehmen. Oh nein, wir sind ein Verein, wir sind kein Unternehmen. Unternehmen würde implizieren, dass jemand das gehört und jemand Gewinne macht. Da muss ich ganz klar sagen, das ist Fake News. Wir sind ein Verein, Idealverein, wir sind kein Unternehmen, sorry. Aber wenn Sie damit anfangen, muss ich sagen, dann sind Sie leider nicht gut informiert. Wir haben über 60 Mitarbeiter und Sie wollen ja wohl Ihre eigene Stelle sichern. Das ja, doch mal von aus. Selbstverständlich oder? Sozusagen, aber das heißt nicht Vollzeitäquivalent. Unternehmen bedeutet eine Gewinnerzielungsabsicht. Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht zu sagen. Da müssen Sie einfach mal, würde ich gerne Liberalen hören, sagen, sag ich mal, wir sind Idealverein, wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht. Natürlich müssen unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen, selbstverständlich, aber wir sind trotzdem kein Unternehmen. Ihre Absicht ist es, Kampagnen zu setzen. Diese Kampagnen müssen erfolgreich sein. Deshalb machen sie Pre-Tests für Kampagnen. Und Kampagnen, die keinen Erfolg versprechen, die werden nicht umgesetzt. Zweitens ist es ihre Absicht, auch mitarbeitermäßig zu expandieren. Deshalb gehört ihnen 49% von Open Petition. Und das sind alles. Ja, das stimmt nicht. Die haben das verkauft. Das sind wir nicht mehr. Wann haben sie verkauft? Vor 1,5 Jahren. Sie sind einfach nicht gut informiert, muss ich sagen. Sollten ihre Hausaufgaben besser machen. Sie stehen weiterhin als Mitverantwortlicher auf der Homepage von Open Petition. Wenn Sie, Sie im Unternehmensregister gucken, auf der Campact-Seite, werden Sie das Gegenteil finden. Ah ja, im Unternehmensregister, okay. Sie haben aber betreiben aber auch die Kampagnenplattform WeAct. Das ist korrekt. Ja wichtig, oder? Das ist eine Petitionsplattform. Ist das eine neutrale Petitionsplattform oder ist das eine Plattform, wo ausschließlich Petitionen aufgelistet sind, die Ihnen zu Pass sind? Das sind Petitionen aufgelistet, die unseren demokratischen Grundwerten entsprechen. Das heißt, richtig. Da werden Sie keine Petitionen finden, da werden Sie keine Petitionen, da werden Sie keine Petitionen, da werden Sie keine Petitionen finden, da werden Sie keine Petitionen finden, sozusagen, die gegen Antisemitismus sind, die rassistisch und ähnliches. Meine Kritik an der auch nicht finden, Change.org nicht finden, werden Sie aber auch beim Deutschen Bundestag nicht finden, weil das verstößt nämlich gegen die Grundwerte. Aber der Deutsche Bundestag, dort können
doch können Sie jede Petition platzieren, soweit sie innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verhält. Und das ist bei Ihnen nicht möglich. Denn Sie, dann sage ich so, verhalten sich wie ein Unternehmen mit über 60 Vollzeitäquivalentstellen. Das ist ja wohl richtig. Und dann sollten Sie das auf der Plattform Open Petition ändern, dass Sie da immer noch als... Das müssen Sie Open Petition sagen. Schließlich ist es ja nicht unsere Baustelle mehr. Dann müssen Sie Open Petition sagen. Ansonsten muss ich sagen, dass Sie sozusagen, dass Sie natürlich, es ist eine Organisation, die für Werte steht, für progressive Werte steht. Da haben Sie völlig recht. Wir sind keine offene Petitionsplattform. Wir sind trotzdem kein Unternehmen, weil wir keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Es ist so, dass mal zu den Inhalten zurück. Das Problem ist sozusagen, wenn ich im Bundestag eine Petition starte, dann kann ich danach mit meinen Unterstützerinnen nicht mehr kommunizieren. Das heißt, es wird im Prinzip die Empörung, das Engagement der Leute sozusagen kanalisiert und läuft dann in Dead End. Weil machen wir uns nichts vor. Dieser Petitionsausschuss ist eine lame duck. Der Petitionsausschuss folgt letztendlich den Vorgaben der politisch Mächtigen in den Fraktionen. Das heißt sozusagen, es wird die Illusion erzeugt. Totaler Unsinn. Dann ist das kein Unsinn. Ein Moment noch. Also das ist kein Unsinn. Die öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses zwingen mittlerweile Minister in diesen Petitionsausschuss. Das mag ja sein, aber trotzdem entscheiden am Ende die politisch Mächtigen, also die Fraktionsvorsitzenden, Minister und nicht die Mitglieder des Petitionsausschusses. Meine Herren, wenn ich Sie ja. Das ist sicherlich ein Thema, was unbedingt einer Vertiefung bedarf. Und das können wir sicherlich dann nochmal an anderer Stelle weiterführen. Ich würde ganz gerne nochmal zu einem weiteren Aspekt kommen, der auch schon eben aus unserem Publikum gekommen ist, nämlich der Frage, wenn Demokratie und Wahlkampf eben immer digitaler werden, wann werden wir denn dann womöglich mal digital wählen können? Denn in Ländern wie Estland ist es ja beispielsweise bereits seit 2005 schon möglich, E-Voting zu machen. Herr Höferlin, würden Sie das begrüßen und denken Sie, dass das möglich ist? Oder sehen Sie das dann eher wie in der Schweiz, wo das Modell dann nicht getragen hat? Also eine Anmerkung darf ich gerade noch machen. Über Petitionen entscheiden nicht irgendwelche mächtigen Personen, sondern die vom Volk gewählte Mehrheit des Deutschen Bundestages. Das nenne ich Demokratie. Und da muss dann auch Kampakt, wenn sie das gesellschaftliche Verständnis so sieht, wie sie es gerade vortragen, auch dahinter zurückstehen. Also wenn wir im Bundestag gewählte Mehrheiten haben, die kann einem passen oder nicht, und die gewählten Mehrheiten über Petitionen entscheiden, dann ist das, glaube ich, genau das, wie Demokratie funktionieren sollte. Nur als Anmerkung, ich möchte nicht stehen lassen, dass Einzelpersonen, wie mächtig auch immer sie innerparteilich oder interfraktionär sind, über Petitionen entscheiden. Sorry, da haben Sie mich missverstanden. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen. Also da haben Sie Ich möchte mich aber gerne korrigieren, weil ich sozusagen mir ungern meine Worte im Mund verdrehen lasse. Deutlich machen wollte ich sagen, dass natürlich sozusagen zum Position X, sage ich mal, nehmen wir an, Abschaltung von AKWs, da wird es eine Petition geben. So, die sollen ja schneller abgeschaltet werden. Ob diese Petition befolgt wird oder nicht, entscheidet natürlich nicht der Ausschuss, sondern letztendlich die Fachpolitikerin und gegebenenfalls die Fraktionsvorsitzende. Und die sind natürlich legitim gewählt. Das ist völlig richtig. Ich will damit nicht in keinster Weise in Frage stellen, dass es richtig ist, dass der Bundestag souverän ist. Ich will nur sagen, dass die Leute eine falsche Vorstellung davon haben, welche politische Macht in diesem Ausschuss sitzt. Weil da sitzen nicht die politisch Mächtigen sozusagen. Ja? Da kann man genau sich angucken an den Lebensläufen. Da sitzen halt, wer sozusagen... Wer sind die Schwergewichte in den Parteien? Wir sitzen in anderen Ausschüssen. Wir sitzen im Innenausschuss, im Finanzausschuss, im Haushaltsausschuss, wo auch immer, aber nicht im Petitionsausschuss. Und da sozusagen, das war mein Punkt zu sagen, das ist nicht das Zentrum der politischen Macht im Bundestag. Und diesen Eindruck vermittelt der Petitionsausschuss sogar fälschlicherweise. Deshalb halt ist cleverer, sozusagen bei einer Umweltthematik an den Umweltminister, die Umweltministerin sich zu richten, weil da sozusagen das Zentrum der politischen Macht ist, nicht der Petitionsausschuss. Das ist aus meiner Sicht zum guten Teil Beschäftigungstherapie. Gut, jetzt möchte ich dann eben zum Thema E-Voting kommen, was ich gerade beim E-Voting, also ich finde, es gibt viele Möglichkeiten, in demokratischen Prozessen digitale Tools einzubinden. Ich habe aber explizit ausgerechnet als Digitalpolitiker eine sehr differenzierte Meinung zum Thema Wahlen digital zu machen, um damit nachher, also vor allen Dingen Personenwahlen, also zum Beispiel öffentliche Wahlen zu Parlamenten. Ich habe da ehrlich gesagt ein grundsätzliches Problem, das komplett zu digitalisieren. Ich will Ihnen auch erklären, warum. Es geht nicht um die Frage, kann man das sicher oder möglichst sicher abbilden? Kann man das irgendwie technisch besonders klug prüfen? Sondern unsere Wahlen, die wir durchführen, die öffentlichen Wahlen, legitimieren nachher eine Gruppe von Menschen für alle anderen, weitgehende Entscheidungen zu treffen. Und das
basiert darauf, dass man in das Ergebnis der Wahl Vertrauen hat. Die Bevölkerung in Deutschland weitgehend hat das Vertrauen, dass die Wahl ordentlich durchgeführt wurde. Das liegt auch im Aufbau. Vor Ort sind das Freiwillige. Jedermann zählt, sitzt im Wahllokal und jedermann kann auch zugucken und kann das überprüfen, und zwar auch ohne Fachkenntnisse. Und das ist meines Erachtens der Anker des Vertrauens in alles, was danach folgt, also in die Konstituierung der Parlamente, in die Entscheidungen und die Mehrheitsverhältnisse in den Parlamenten und damit auch über Mehrheitsentscheidungen, über Dinge, die mir nachher vielleicht als Bürger im Einzelfall nicht passen. Weil man sagt, ja, der ganze Prozess ist eben vertrauenswürdig entstanden. Das heißt, Digitalisierung nur soweit dieses Vertrauen nicht zerstört wird. Und international haben wir Erfahrungen, wo immer wieder halt auch digitale Wahlprozesse in Frage gestellt werden. Ich würde mir wünschen, wir würden schneller wählen können, indem man Wahlscheine maschinell auslesbar macht. Aber ich würde zwingend gerne sehen, dass Menschen auch diese Wahlscheine nachprüfen können, jederzeit, dass man auch sehen kann, wie gewählt wurde, ohne Informatikkenntnisse zu haben. Und das ist eine Frage nicht der Technik, sondern des Vertrauens in das demokratische Grundgerüst. Gut. Herr Linden, möchten Sie das ganz kurz ergänzen aus Ihrer Perspektive? Ja, ich sehe das ähnlich wie Herr Höferlin, obwohl ich, das muss ich mal sagen, eher den Position, also umweltpolitisch durchaus den Positionen von Kampakt etwas abgewinnen kann, bin ich in institutioneller Hinsicht da eher bei der FDP. Und ich möchte mal das estnische Beispiel nehmen. Dort haben wir sowas wie E-Voting und da besteht die Möglichkeit, quasi per Smartphone abzustimmen, aber Sie können quasi bis einen Tag vor der Wahl Ihre Stimme ändern. Und das macht den Wahlakt zu etwas Beliebigem. Und der Wahlakt ist doch im Endeffekt immer noch ein sehr wichtiges Recht für Bürgerinnen und Bürger, was übrigens auch erweitert werden sollte auf viele Gruppen, die noch ausgeschlossen sind vom Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Wahlakt sollte diese Art von Würde meines Erachtens behalten. Und das ist durch einen schnellen Klick auf Smartphone nicht gegeben. In Estland ist man auch schon deutlich weiter, was die Digitalisierung der Verwaltung angeht. Wenn wir jetzt über Demokratie und Digitalisierung sprechen, geht es ja um die Frage, wie sehr ist Digitalisierung tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar? Und ich wohne jetzt nur in Berlin. Da ist man doch durchaus das ein oder andere Mal frustriert, wenn man das Bürgeramt dann erreichen möchte. Nun ist es ja so, dass wir das Thema digitale Identitäten vor uns haben. In den USA hat Apple gerade gezeigt, wie das Smartphone quasi dann zum Ausweis wird. Auch in Deutschland hat die Bundesregierung das Thema jetzt angegangen. Armin Laschet schlägt jetzt einen App Store für die Verwaltung vor. Finden Sie so etwas sinnvoll, Herr Kolb? Oh je, das ist jetzt wirklich nicht mein Spezialgebiet. Also ich würde natürlich der Analyse teilen, dass Deutschland da Nachholbedarf hat, was die Digitalisierung in der Verwaltung angeht. Aber ob ich jetzt eine Smartphone-App oder ein Digitalstore das Richtige finde, da will ich mich wirklich nicht aus dem Fenster hängen. Ich finde, dass auf jeden Fall Digitalisierung Sinn macht. Gleichzeitig, finde ich, müssen wir im Blick behalten, dass natürlich es auch Menschen gibt, die mit digitalen Medien nicht in derselben Weise vertraut sind, wie wir jetzt hier, die wir diskutieren. Das heißt, dass ich es wichtig finde, darauf zu achten, dass Digitalisierung nicht zu zusätzlichen Zugangsbarrieren führt, weil das ist ja ein Thema, was wir noch nicht geredet haben, dass, sag ich mal, es zu wenige Menschen gibt, die sich an Demokratie aktiv beteiligen, angefangen von Wahlen, und dass man auf jeden Fall, sag ich mal, im Blick behalten muss, schafft Digitalisierung wirklich einen leichteren Zugang oder erhöht es unter Umständen irgendwie Hürden, was ja schon anfängt, dass leider immer noch nicht alle Menschen ausreichend Einkommen haben, um überhaupt digitale Endgeräte irgendwie zu besitzen. Das finde ich sozusagen einen wichtigen Aspekt sozusagen der Inklusion, das im Blick zu behalten. Herr Höferlin, wären Sie dabei bei dem App Store für die Verwaltung? Ja, ich würde sogar viel weiter gehen. Wir haben ja die Debatte auf Bundesebene, ob es Sinn macht, einen Behörden-Cloud zu haben. Und wir sprechen über eine Wirtschafts-Cloud, eine Bildungs-Cloud und eine Gesundheits-Cloud. Wir haben als Digitalpolitiker der FDP auch gesagt, das Gaia-X-System, das ist ein Cloud-System europaweit, sollte all dies beinhalten. Es wäre im Prinzip ein Nachfolgekonstrukt, das man aufbauen kann, auch auf die Erfahrung, die Estland dort gemacht hat mit der X-Road, also dem Zusammenschluss verschiedener Bereiche. Und da ist ganz wichtig, dass man sichere Identitäten hat. Voraussetzungen gibt es dafür übrigens schon lange, dass auf europäischer Ebene die AIDAS-Richtlinie, wir haben alle so einen Personalausweis, der eigentlich einen hochmodernen Chip hatte, das könnte,
Es fehlt einfach die Organisation dahinter. Und die Bundesregierung hat es bis heute halt nicht geschafft, Digitalpolitik ordentlich zu organisieren und Projekte dort durchzukriegen, weswegen wir ja auch ein Digitalministerium, ein Ministerium für digitale Transformation fordern, um das endlich mal zu organisieren. Und auf dieser Cloud könnte man all diese Dinge machen. Und da hat auch die Verwaltung meines Erachtens sozusagen einen App-Store in einem geschützten Bereich, sodass Verwaltungen das kaufen können. Meines Erachtens europaweit wäre es klug. Das ist auch wirtschaftlich und es wäre schön anpassbar. Und wenn man sichere Identitäten dort hat, Teilnehmer dort hat, im öffentlichen, im wirtschaftlichen und im privaten Bereich, entsprechende Cybersicherheit dort hat und wie auch in Estland, und das Beispiel der Wahlen ist ein gutes, man kann dort oft auch sehen, was mit Daten gemacht wurde. Als Bürgerin, als Bürger habe ich die Möglichkeit, über meine sichere Identität reinzugucken, was wurde mit meinen Daten gemacht, wer hat darauf zugegriffen. Das schafft Vertrauen und in der digitalen Welt gibt es, glaube ich, einen großen Mangel an Vertrauen und daran scheitert auch viel. Auch aktuelle Beispiele wie die Corona-Warn-App, mag sie technisch noch so gut sein, man hat am Ende ein Vertrauensproblem. Und damit verspielt man alles. Wenn man in der digitalen Welt Vertrauen verspielt, hat man verloren, egal wie gut am Anfang das Konzept war. Und daran müssen wir dringend arbeiten, müssen schnell arbeiten, weil sonst verpassen wir den Zug schon wieder. Vielen Dank, Herr Höferlin. Sie haben gerade jetzt schon quasi meine Abschlussfrage mit beantwortet. Ich würde gerne von Ihnen beiden nochmal wissen, Herr Lind und Herr Kolb, diese Hoffnung, die auf dem Digitalministerium liegt, ist die nicht zu hoch? Bitte um kurze Antwort. Also ich denke, Ministerium ist auf jeden Fall nicht alles, aber es zeigt natürlich eine Prioritätensetzung und bündelt unter Umständen auch Ressourcen. Das heißt, es kommt, glaube ich, am Ende dann auf, auch muss man sagen, einen fähigen Minister, eine fähige Ministerin an. Also es ist sicherlich kein Allheilmittel, aber ich denke, es ist in der heutigen Zeit auf jeden Fall sinnvoll angesichts der Bedeutung von Digitalisierung und dem Querschnittscharakter. Also es macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, aber alleine ist es sicherlich auch keine Lösung. Danke. Herr Linden, was sagen Sie? Ich würde sagen, es ist ein exekutives Tool und exekutive Tools haben immer eine Schlagseite. Sie können als Legitimitätsbeschaffungsmaßnahme gebraucht werden und im Endeffekt muss man dieses Digitalministerium ergänzen, wenn man es denn machen will, was ich nicht für unbedingt notwendig halte, durch legislative Tools. Das heißt zum Beispiel eine verpflichtende Anhörung auch im Plenum des Deutschen Bundestags bei sehr unterschriftenstarken Petitionen auf der Petitionsplattform des Deutschen Bundestags. Das wäre zum Beispiel ein solches legislatives Tool, mit dem man auch zeigt, dass hier nicht allein die Exekutive digital gestärkt wird, sondern gerade das Parlament und das Parlament dann auch in Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Und das wäre meine Idee. Gut, vielen herzlichen Dank für die sehr muntere Diskussion. Vielen Dank, Herr Linden, vielen Dank, Herr Kolb, vielen Dank, Herr Höferlin. Ich bin sicher, dass wir das nochmal vertiefen können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und hoffe, dass Sie cool bleiben bei der Hitze heute. Ciao. Dankeschön. Wir kommen zum Abschluss unserer heutigen Runde des Digitaltags. Vielen Dank zunächst nochmal an Sie für die vielen Fragen und die muntere Mitdiskussion zum Abschluss. Wird jetzt Christian Lindner zum Sprechen. Und im Anschluss haben wir noch eine kurze Frage- und Antwortrunde. Herr Lindner, herzlich willkommen. Haben Sie herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Event zum diesjährigen Digitaltag. Wir haben jetzt 1,5 Jahre Corona-Pandemie hinter uns und diese Pandemie hat gezeigt, welche Defizite unsere Gesellschaft hat und welche Stärken sie hat. Gewiss, die Flexibilität und auch die Vernünftigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, darauf können wir aufbauen. Aber wir haben eben durch die Pandemie auch vor Augen geführt bekommen, wie doch unvorbereitet unser Gemeinwesen war und dass wir nicht die technischen Möglichkeiten der Jahre 2020 und 2021 im öffentlichen Bereich zur Verfügung haben. Wir müssen also Innovation priorisieren, damit unsere Gesellschaft widerstandsfähig ist. Durch technische Innovation können wir sicherstellen, dass wir in Zukunft nicht noch einmal demokratisch-rechtsstaatliche Prinzipien im Parlamentarismus und unsere bürgerlichen Freiheitsrechte einschränken müssen.
Das vergangene Jahr war eine in diesem Sinne Bewährungsprobe für unseren Staat und wir haben uns auf diesem Digitaltag als Fraktion der Freien Demokraten mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ausgetauscht, um die richtigen Lehren zu ziehen für die politische Agenda der nächsten Wahlperiode. Im ersten Teil ging es um elektronische digitale Gesundheitswesen und eHealth. Wir haben von digitalen Gesundheitsanwendungen gehört und den bundesweiten Start der elektronischen Patientenakte und dem Rezept via App. Wir haben das begrüßt. Das sind erste Schritte in die richtige Richtung. Und so lobenswert diese sind, sie zeigen zugleich auch, wie viel noch zu tun ist, damit wir ein wirklich digitales Ökosystem für unser Gesundheitssystem insgesamt erhalten. Manuel Höferlin hatte eben in der zweiten Panel-Diskussion ja verschiedentlich einen Bezug zu Estland gewählt. Dort, immerhin vor 31 Jahren noch eine Sowjetrepublik, ist man auch in diesen Fragen viel weiter als wir. Die lange Anlaufzeit für die Corona-Warn-App und auch leider die Verzögerungen beim digitalen Impfpass haben uns gezeigt, dass wir auch hier nicht so weitermachen können wie bisher. Wir brauchen eine flächendeckende Infrastruktur für digitale Anwendungen in der Medizin, entsprechendes Know-how an den Hochschulen. Wir brauchen Telemedizin und wir müssen den Einsatz von Daten im Gesundheitswesen neu überdenken und dort die Voraussetzungen für die Auswertung von Daten für neue Therapie und andere Forschungsprojekte, die müssen wir neu vermessen und definieren, wo gegenwärtig die Möglichkeiten begrenzt sind. Ja, und wir brauchen natürlich auch attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland, damit hinreichend viele Menschen in diesen Berufsfeldern eine Zukunft für sich sehen. Wir wissen, es gibt einen großen Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich, den wir aus unseren eigenen Ausbildungseinrichtungen gegenwärtig nicht decken können. Das zweite Panel sprach dann über gesellschaftliche Auswirkungen und unsere Kommunikation, unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft. Hier hat Corona in gewisser Weise ja als digitaler Beschleuniger gewirkt, was sich allein ja der Tatsache entnimmt, dass zum Digitaltag eine solche Veranstaltung ebenfalls komplett digital stattfindet. Es hat zugleich damit ja auch einen neuen Blick gegeben auf die Möglichkeit der digitalen Teilhabe. Das darf keine Frage des Einkommens sein. Wir haben in den Schulen gesehen, dass es aber eben doch an vielen Stellen hier Begrenzungen gibt und Familien, Kinder und Jugendliche nicht erreichbar waren, weil sie schlicht kein Endgerät hatten. Viele Lehrerinnen und Lehrer, die nicht über eine dienstliche E-Mail-Adresse verfügen. Wir haben alle neu gelernt, dass eine zuverlässige Internetverbindung breitbandig eine ganz wesentliche Infrastruktur ist. Und ja, während der Pandemie haben wir auch Fehlinformationen und die Frage von Fake News neu diskutiert. Wie ein roter Faden durch die beiden Panel-Diskussionen zog sich das Thema Daten als Werttreiber, als Voraussetzung für Digitalisierung und Innovation. Und wir müssen die zukünftige Datenökonomie auf der Basis eines funktionierenden Wettbewerbs stärken. Wir wollen Daten für Innovation nutzen. Wir wollen aber als Freie Demokraten, als eine Bürgerrechtspartei sicherstellen, dass die Einzelne und der Einzelne weiterhin Souveränität über seine Identität im digitalen Raum hat und daher auch souverän über gespeicherte Daten informiert wird, darüber verfügen kann. Damit wir diese Querschnittsthemen meistern, sind wir der Auffassung, andere Einschätzungen habe ich gehört, dass unser Land ein Digitalministerium benötigt, ein Haus, das die digitalen Kernthemen treibt, das die digitalen Fachthemen innerhalb der Regierung koordiniert und das vor allen Dingen digitale Zukunftsthemen vorausdenkt. Es ist einerseits ein Symbol in Wirtschaft und Gesellschaft, dass die Politik das Thema ernst nimmt.
Das hat kommunikative Vorteile, um die Gesellschaft insgesamt zu sensibilisieren für die Chancen und Herausforderungen. Aber die Verbindung speziellen Know-hows, die Bündelung von Kompetenzen und klugen Köpfen innerhalb der Ministerialverwaltung kann für sich genommen ebenfalls eine beschleunigende Wirkung haben. Eine Lehre in der Politik ist ja, wie auch ansonsten im Leben, wenn einer zuständig ist und sich verantwortlich fühlt, ist das die beste Voraussetzung dafür, dass etwas passiert. Wenn Deutschland mit Kabinettsrang ein Digitalministerium hat, dann wäre das möglicherweise Teil einer wirklichen Phase des Aufholens im digitalen Umfeld. Übrigens, ein Digitalministerium muss ja nicht für sich neu auf der grünen Wiese gebaut werden. In Nordrhein-Westfalen hat die FDP in Regierungsverantwortung, die digitalen Kompetenzen beim Wirtschaftsministerium mit angedockt. Auch das kann ja eine Option sein. Die Corona-Pandemie war in vielerlei Hinsicht eine Schocktherapie für unser Verhältnis zum Wert der Freiheit, für unseren Blick auf die Handlungsfähigkeit des Staates. Ich wünsche mir, dass wir beim nächsten Digitaltag im kommenden Jahr schon darüber sprechen können, wie wir konkret in die Umsetzung und in die Behebung der Defizite eintreten. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende und einen erholsamen Sommer mit dann einer spannenden Rückkehr in die politische Diskussion nach der parlamentarischen Sommerpause. Vielen Dank für Ihr Interesse am Digitaltag der Freien Demokraten und allen Mitwirkenden in besonderer Weise herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Ihre Zeit uns zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zwar, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie fordern ein Digitalministerium, haben auch Estland genannt, wo eben schon seit vielen Jahren so viel vorangeht. Aber nun ist Estland ja eben kein föderaler Staat. Ist einfach in diesem Föderalismus dann vielleicht gar nicht so viel möglich wie nötig, denn den werden Sie ja kaum abschaffen können. Sie haben recht, dass die Verwaltung in Deutschland auf kommunaler und Länderebene liegt und der Bund keine eigene Verwaltungszuständigkeit hat. Das ist eine besondere Herausforderung, der wir uns aber stellen müssen. Ein Digitalministerium kann deshalb nur ein Baustein sein. Es ist ja eben in der Panel-Diskussion auch davon gesprochen worden, dass auf der Seite der Legislative, also des Deutschen Bundestages, eine Sensibilität bestehen muss. Und eine der wesentlichen Aufgaben der nächsten Jahre muss sein, gemeinsam mit allen drei staatlichen Ebenen zunächst einmal die Schnittstellenthemen zu definieren, zu beschreiben, wo es Interoperabilität von Plattformen geben muss, um zu kommen zu Government and Administration as a Platform. Das müsste so ein Ziel mit sein, damit die unterschiedlichen staatlichen Ebenen dann ihre Digitalisierungsprojekte koordiniert, synchronisiert angehen. Den Föderalismus abschaffen, da haben Sie recht, das wird die FDP selbst mit absoluter Mehrheit nicht schaffen. Gut. Was im Panel zuvor auch schon deutlich geworden ist, ist das Thema digitale Teilhabe, das Thema Engagement und Partizipation. Wächst durch die zunehmende Digitalisierung aus Ihrer Sicht womöglich noch diese Schere zwischen Engagement und diesem Gefühl, dass man mitgenommen wird als Bürgerinnen und Bürger? Und was müsste passieren, damit diese Schere womöglich nicht noch größer wird? Ja, wir sprachen ja in der Vergangenheit immer schon von Digital Divide und an diesem Thema der sozialen Teilhabe müssen wir arbeiten. In den Schulen, im Bereich der beruflichen Weiterbildung, der Erwachsenenbildung muss das ein Thema sein, dem wir uns intensiv stellen müssen. Da ist auch die Zivilgesellschaft mitgefordert. Aber insbesondere sehe ich dort die Schulen als einen Ausgangspunkt, einen Ankerpunkt, weil wir über Schulen ja auch Familien erreichen können und nicht nur die Kinder und Jugendlichen. Bei den Schulen sind wir natürlich wieder beim Thema Föderalismus, wo dann die Möglichkeiten einer Bundesregierung eingeschränkt sind. Aber da haben wir ein paar Möglichkeiten geschaffen durch den Digitalpakt, den es gibt. Aber ja, tatsächlich, nach unserer Auffassung muss in diesem Bereich der Bildung der Bund sich noch zusätzlich engagieren und engagieren dürfen. Das heißt, die letzte Grundgesetzänderung in dem Bereich hat
sozusagen ein Tor geöffnet, dass wir jetzt noch etwas weiter aufstoßen können. Dann stimme ich der Bildungsministerin Karliczek zu, dass in dem Bereich tatsächlich mehr passieren müsste, der Bund mehr Kompetenzen bekommen sollte. Ja, ich begrüße sehr. Frau Karliczek hat ja einen Schritt auf unsere Position zugemacht. Das ist richtig und in der Sache absolut begründet. Jetzt sind wir sehr gespannt, ob diese Einsicht nur die persönliche Meinung von Frau Karliczek ist und oder ob das auch Eingang findet in das Wahlprogramm der Union. Gut. Und Sie haben auch schon das Thema Translation angesprochen. Es gibt die Agentur für Sprunginnovation, die in dieser Legislaturperiode geschaffen worden ist. So wie Sie den Föderalismus nicht abschaffen können, können Sie natürlich auch nicht die Bundeshaushaltsordnung abschaffen. Aber wie kann da zu einer größeren Beschleunigung geführt werden? Also dass das schneller tatsächlich stattfindet und Deutschland da den digitalen Anschluss nicht verpasst. Naja, mit Blick auf die Bundeshaushaltsordnung und alles, was damit zusammenhängt, da hat die Bundesregierung schon mehr Möglichkeiten. Die Agentur für Sprunginnovation könnte unternehmerischer geführt werden, wenn das Bundeskabinett das beschließt. Besserstellungsverbot ist da ein Thema beispielsweise. Und das würde ich ebenfalls sehr begrüßen, wenn innerhalb der Bundesregierung hier die unternehmerischen Spielräume der Agentur vergrößert würden und wenn es vielleicht gelänge, noch stärker die Agentur zu vernetzen mit den Entscheidungen von Kapitalgebern und dem, was in den Förderbanken passiert. Da müssen wir nicht das Grundgesetz ändern. Das kann das Kabinett entscheiden. Gut, dann meine letzte Frage, Herr Lindner. Mit wem möchten Sie denn an einem möglichen Koalitionsverhandlungstisch am liebsten über ein Digitalministerium verhandeln? Frau Beer, Frau Baerbock oder mit jemand ganz anderem? Naja, mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet haben wir das ja schon hinter uns. Vor ja fast genau 4 Jahren ging es darum, und da sind wir ja sehr schnell innerhalb von 4 Wochen zu einem Einvernehmen gekommen. Deshalb überrascht nicht, wenn ich sage, dass die inhaltliche Nähe zur Union und zu Herrn Laschet am größten ist. Manche gewisse Ambitionslosigkeit der CDU täuscht nicht darüber hinweg, dass da die Gemeinsamkeiten die größten sind. Auf der anderen Seite, Grüne, SPD und Linkspartei würden gewiss nicht widersprechen, wenn man sagt, dass diese 3 Parteien sich besonders nahestehen und ich mir deshalb nicht die Illusion mache, dass man unter Führung der Grünen mehr FDP-Inhalte umsetzen könnte als in der anderen Konstellation. Gut, wir werden sehen, was in 100 Tagen dabei herauskommt. Vielen Dank, Herr Lindner, für das kurze Gespräch und das Wrap-up. Ich danke Ihnen ganz herzlich, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Ich darf übergeben an Mario Brandenburg und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Nachmittag. Alles Gute. Ja, und da wir beim Dankesagen sind, auf jeden Fall danke an Sonja Alvarez, die jetzt leider aus dem Bild verschwunden ist, für diese Moderation, denn so Themen zu moderieren, dafür muss man selbst auch für die digitale Transformation brennen. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis. Deswegen vielen, vielen Dank für die Moderation der Veranstaltung. Das war unser Digitaltag, dieses Mal voll digital. Und auch wenn wir als Freie Demokraten für Digitalisierung brennen, beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder hybrid, dann hätte ich mich noch mehr, nämlich persönlich, bei den vielen Menschen im Hintergrund bedanken können. Denn so eine Digitalveranstaltung sieht immer sehr einfach aus. Wer mal eine ausgerichtet hat, weiß, dass eine physische fast einfacher ist. Vielen Dank an die vielen Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die Technik-Crew, die Menschen, die sich um Social Media kümmern. Und am Ende des Tages nochmal ein Danke an Sie, an euch fürs Mitdiskutieren, fürs Zuschauen. Bei 35 Grad 2,5 Stunden am PC ist nicht das Einfachste. Deswegen wünsche ich Ihnen und uns heute noch einen schönen sonnigen Tag und ein schönes Wochenende, einen spannenden Wahlkampf. Wir Freie Demokraten gehen da frohen Mutes und voll motiviert rein. Und sollte irgendein Thema nicht beantwortet, nicht ausführlich besprochen sein, das Angebot einfach auf uns zuzukommen, das macht uns durchaus immer Spaß. Kanäle sind bekannt. Insofern vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.